Hallo zusammen, hier kommt jetzt die Aufnahme meines 11. Streams von Pentiment. Diesmal wird es blutig und dramatisch, also schaut es euch an. Und wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar. Und falls ihr das nicht schon längst getan habt, auch gerne ein Abo. Viel Spaß! So, erstmal ins Bild rücken, dass ich wieder im Bilde bin. Hallo! Hello, it's me, Slightly Late Cordy. Willkommen in meinem Stream. Mein Name ist Cordula und heute spielen wir wieder mal zusammen Pentiment. Es tut mir leid, ich bin ein wenig zu spät. Und weiß nicht, wohin mit mir. So, so ist okay, ne? Ich habe auch, das ist keine Vogelscheiße. Entschuldigung, das ist Handcreme. Wie geht's euch? Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr seid gut durch den heutigen Dienstag gekommen. Die Woche ist schon fast halb geschafft. Wollte mal optimistisch sein. Und wir sind jetzt bereit für große Abenteuer in Tassing bzw. Kirsau. Wie ist das eigentlich? Tassing ist der Ort generell und Kirsau heißt das Kloster. Habe ich das richtig verstanden? Jetzt so nach 10 Folgen. Entschuldigung, kurz ein bisschen rumrödeln. So. Jan glaubt schon. An Gerrit glaubt schon. Ja. Me too. Wir haben zuletzt... Boah, sehe ich fertig aus. Egal. Wir haben zuletzt zu Abend gegessen mit dem Abt. Persönlich. Unser Vorhaben war so ein bisschen ihn umzustimmen bezüglich seines großen Zwists mit der Bevölkerung von Tassing, die kurz vor der Revolution steht. Aber da waren wir sehr erfolglos. Der Abt hat vielmehr versucht, uns auf seine Seite zu bringen. Das haben wir aber immerhin nicht mit uns machen lassen. Und jetzt steht, glaube ich, Ärger an. Denn es ist Johannesnacht oder so. Spiel ist etwas zu laut im Vergleich zu mir. Das Mikro ist auch so tief. So besser? Genau, also es ist in Tassing ist heute Johannesnacht, heißt es, glaube ich. Sagt Johannesnacht. Ich hab vergessen, wie es wortwörtlich heißt. Auf jeden Fall ein Fest. Wir haben dem auch schon beigewohnt auf dem Marktplatz. Und die Bewohner des Dorfes haben vor, weil es wohl Tradition ist, in dieser Johannesnacht in den Wald zu ziehen und, ich glaube, Kräuter zu sammeln oder so nachts. Das macht man da wohl so. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Und der Abt hat davon Wind bekommen und will da hart durchgreifen, denn er sagt, der Wald ist irgendwie gehört jetzt dem Kloster und die Dorfbewohner dürfen da nicht mehr hin und dürfen da vor allem nichts mehr mitnehmen und nichts mehr ernten und so weiter. Reine Schikane, wenn ihr mich fragt, aber naja, wollen wir mal sehen, was passieren wird nach dem Abendessen mit dem Abt. Musik ist jetzt besser, okay. Dann wollen wir mal. Irgendwie gefällt mir das mit dem Video heute nicht. Ich bin eigentlich gar nicht so fertig, wie ich aussehe. Was ist das denn hier? Naja. Ne, Kamera schief. Kurz rödeln. Zuppel, zuppel, ja genau. Ich spiele wieder im Stehen. Das ist immer meine Go-To-Entschuldigung ist neuerdings, für wenn ich noch mehr neben mir stehe als sonst, weil ich tatsächlich stehe. Hallo Limulitz! Schön, dass du da bist. Du hast, wie du siehst, noch nichts verpasst. Ich habe es noch nicht mal bis ins Spiel geschafft. Aber nun. Habt ihr gesehen, wie ich direkt hier das Kamerabild in die Ecke verkleinert habe? Ohne, dass ihr mich daran erinnern müsst? Ich glaube, heute ist ein guter Tag. Da stehen wir also. Beziehungsweise sind eingefroren im Gehen. Und ich muss niesen. Oder doch nicht? Oder doch? Es bleibt spannend. guten Tag. Also. Irgendwie gefällt mir das noch nicht. Ich glaube, das muss ein bisschen tiefer. Nee, aber dann... Es ist die Kamera, aber so vielleicht? Egal. Direkt Premium-Content. Aber hallo, als würde ich euch je etwas anderes bieten.
So, wo wollten wir denn hin? Ich weiß es nicht mehr. Lass uns vielleicht gucken, was in der Kneipe geht. Was für eine großartige Sammlung von Wildblumen. Sie alle wachsen reichlich auf der Wiese. Wie er sich an der Natur freut. Daran sieht man auch, dass er älter geworden ist, ne? Das fängt dann im Alter an, dass man immer denkt, ach Mensch, ist das schön hier. Ich habe das auch schon. Ja, ihr wisst, wenn wir an Tieren vorbeikommen, die müssen gestreichelt werden. Ja, und zwar mindestens zweimal. Was erzählst du? Mahuau. Wird sicher bald bei TikTok vertont, was sie da gesagt hat. Ja, komm, weiter geht's. Also, was ist, war ich mit diesem Schrein hier? Der sagt nichts zu dem Schrein, ne? Der sagt immer nur was zu den Blumen. Ja, das ist mir egal. Geh mir weg mit der Botanik. Hab ich jetzt keine Zeit für. Ich muss eine Revolution verhindern, beziehungsweise nicht die Revolution, sondern das Durchgreifen des arroganten Abts. Okay, ich hätte es gedacht, dass hier sich alle versammeln am Stammtisch und über den Abt herziehen, aber es ist keiner da außer dieser lustige Musikant. Den haben wir aber letztes Mal schon, mit dem haben wir schon geredet. Das wollen wir jetzt nicht. Zeitverschwendung. Es geht hier um Minuten oder Sekunden gar. Aber wo sind denn jetzt die Leute? Sind die dann im Wald? Sollen wir in den Wald gehen oder erstmal auf den Marktplatz vielleicht? Lauf, lauf. Am Druckershaus vorbei. Aber da ist eh abgeschlossen. So, was geht in der Stadt Allmende? Ist eigentlich Allmende ein Wort für. Ich höre Feuer. Allmende ein Wort für so Versammlungsplatz oder so? Also Marktplatz? Hallo, Tilia. Das ist die alte Witwe. Witwe. Gut. Haben wir sie gefragt, wie es hier geht? Andreas, der Maler. Freut mich auch, euch zu sehen, Ottilia. Ich bin überrascht, dass ihr euch an mich erinnert. Natürlich erinnert sich an uns. Wir waren noch mit der im Wald und wir haben die auch verdächtigt des Mordes und haben dann beschlossen, sie war es nicht. Wann habe ich gesagt, es würde mich freuen, euch zu sehen? Ah, sie ist immer noch die Alte. Ich erinnere mich nur deswegen an euch, weil ihr mich wegen dieser Ratte, dem Baron, gestört habt. Wie auch immer. Jetzt ist keine Zeit zum Reden, hübscher Mann. Is she flirting? Is she flirting with us? Ich finde es witzig, dass alle Leute, die besonders alt sind in diesem Spiel, auch dieser eine Mönch, immer von so Vogel, den Taubendreck irgendwie benetzt sind. Oder Deckweiß? Oder Staub? Ich weiß es nicht. Es ist Zeit, das Feuer anzurufen. Do it. Bedeutet euch Johannesnacht viel? Einfach mal in Interview-Modus gehen. Sie hat offensichtlich kein. Oh, anrufen! Ja, genau. Warum dieses komische Verb? Sag mal, Ottilia. Auda ans Mama Percht da. Ich habe mein Latein heute nicht dabei. Ja, guckt. So gucken die Leute auch immer in meiner Umgebung, wenn ich einfach auf Latein losbrabbel. Erhöre uns, Mutter Percht da. Ach, das ist, glaube ich, so eine Heilige da, die irgendwie verehrt wird im Dorf. Aber ich glaube noch so ein bisschen vorchristlich. Eine heidnische Göttin oder so eine Schutzpatronin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Nus Adain quest. Guck mal, die kann flüssig Latein, die Alte. Guaut per ti. Übersetzt, wir verbrennen dieses Holz für dich. Für die Perchte oder für uns? Wieso sind wir denn so angeekelt? Ich glaube, wir sind beeindruckt. Weh, weh, nus clamain ti. Komm, komm, wir rufen dich. Hahaha. Ist das jetzt Latein auch, das Lachen? In Ordnung, ich werde gehen. Ja, die hat halt die Sprüche auswendig gelernt, meint Angerit. Weiß ich nicht. Irgendwann muss es ja mal Leute geben, die Latein reden konnten. Genießt den Abend, Andreas. Aber wenn ihr meinen Rat wollt, geht heute Nacht nicht in den Wald. Wenn jemand sowas zu mir sagt, dann gehe ich doch gerade. Ahahaha, die ist auch ein bisschen durch, ne? Wie sie guckt. Wie süß. Okay, was geht denn hier am Feuer so? Wird da irgendwer verbrannt? Nein, das ist selbst hier schon Geschichte, glaube ich. Oh, die beiden Kinder spielen zusammen, das ist so süß. Das ist die kleine Ursel. Die kennen wir schon aus dem ersten Teil. Und das. Ach, guck mal, die hat ihr Kätzchen dabei. Das ist immer noch am Schlafen. Ich
glaube langsam, das Kätzchen lebt gar nicht mehr und das Kind versteht es nicht und nimmt das überall hin mit, diese kleine Katzenleiche. Aber wie heißt sie nochmal? Der haben wir doch das Buch geschenkt, letzte Folge. Anyway. Ach, so viele Leute zum Reden. Mit wem fangen wir an? Heute muss wieder viel gelesen werden. Meister Andrea, schaut, wie groß das Feuer ist. Ja, sehe ich selber, Kaspar. Und so hübsch geschmückt. Kann man Feuer schmücken? Wirklich? Das Fest zur Johannisnacht ist ein großes Ereignis für Tassing. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich sie verpasst. Warst du noch bei keinem solchen Fest, Kaspar? Weil du noch klein bist und keine Lebenserfahrung hast? Spuck ich vor Wut. Die Feste in Nürnberg sind viel größer. Im Vergleich dazu ist Tassing eher beschaulich. Nee, das ist uncool. Ich finde das gut. Nein, sowas habe ich noch nie gesehen. Er redet wie ein klassischer 14-Jähriger. Kann ich beim Feuer bleiben und die Kostüme anschauen und das Kräutersammeln beobachten, Meistermaler? Bitte? Naja, vielleicht nicht das Kräutersammeln. Da wirst du hinterher verknackt. Da muss ich rausholen. Kein Bock. Na schön, aber sei folgsam und tritt niemand in den Weg. Ich bin zu müde für das Fest. Ich werde wohl den Weg ins Bett antreten. Nein, Kaspar! Es ist spät und ich will nicht den Zorn des Abts riskieren. Lass uns einfach umkehren und schlafen gehen. Ach, na schön, dann... Ach, der hört ja auf uns. Für mich ein ganz neues Gefühl. Für mich hört niemand. Das Ohr der Katze bewegt sich. Oh, danke, Limulitz. Warte, ich will gucken, wie sich das Ohr bewegt. Ich bin extrem beruhigt. Ja, Moment. Jetzt stell dich doch nicht davor, Dufus. Du auch nicht, du Fiene. Ich will das Ohr der Katze sehen. Vorher gebe ich keine Ruhe. Ich könnte auch einfach Limulitz glauben. Ja, ich glaube. Ah, ich hab's gesehen. Aber ich hab dir auch geglaubt. Okay, die Katze lebt. Ich nehme zurück, was ich zuvor gesagt habe. Werner. Ach so, ich dachte, wir wollten mit der Mutter von dem Kind reden. Nee, wir reden jetzt mit Werner. Ach, Werner ist der arrogante Arzt. Immer noch extrem beeindruckt von diesem Kostüm. Andreas. Hauptsache, der Katze geht's gut. Aber hallo. Das ist mein Lebensmotto. Grüße, Andreas. Wie schön euch... Grüße, Andreas. Wie schön, euch hier zu sehen. Ich weiß nicht mehr, wie der Balthasar gesprochen hat. Er ist der verrückte Erfinder oder Wissenschaftler. Ihr kennt euch also bereits... Was wollt ihr mit einem Erfinder? Ich fertige unterschiedlichste mechanische Gerätschaften an, mit Zahnrädern, Hebeln und dergleichen. Andreas hier ist ein Mann des Geistes. Warum sollte er kein Interesse an meiner Arbeit haben? Weil sie ja so nützlich ist. Ist das Ironie? Verstehe ich nicht. Ach so, nee, nee, ich glaube, er wirkt uns einen rein, weil unsere Arbeit nicht nützlich ist. Wir malen ja nur. Ich hoffe, du kannst trotzdem gleich in den Wald sagen. Ja, klar, wir gehen durch in den Wald. Wir wollen den Showdown sehen. Der Geist des Erfinders erschafft Neues, geht einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter Richtung Abverlauf. Na, ach so, der, nee, der disst schon ihn. Schwer hier durchzublicken. Gut, dass die beiden sich jetzt einfach hier, nee, er ihn mobbt, während wir daneben stehen. Ein inspirierender Gedanke, Balthas. Es passt, dass ihr auch zu euren Freunden unhöflich seid, Werner. Ich glaube, die sind gar keine Freunde. Aber komm, wir dissen den Arzt. Was soll das heißen? Ich erinnere seine Stimme auch sekündlich. Ah, ja. Vielleicht findet ihr eines Tages selbst einen Freund, Meistermaler. Andreas, hattet ihr schon Gelegenheit, euch heute Abend in der Stadt umzusehen? Der Anblick muss euren künstlerischen Geist angeregt haben. Ich fühle gar nichts mehr. Das ist die Antwort wahrscheinlich. Tassing wirkt mit den Dekorationen und dem Feuer überaus fröhlich. Was meint ihr? Na komm, hier, Gimmeln. So eine Bilderbuchantwort. Genau, seht euch den Einfallsreichtum der Bauern. Allein schon das Feuer. Voll einfallsreich. Ein Feuer. Es ist so geschichtet, dass Luft und Hitze schnell hindurchströmen können. Hört nur, wie es brüllt. Ach, ich mag den eigentlich. Das ist beeindruckt von dem, was die Bauern machen. Das ist ein gutes Zeichen. Das würde dem arroganten Arzt nie passieren. Eine überaus kluge Konstruktion. Aber Otto ist auch ein kluger Mann. Hat er das Feuer gemacht? Nee, ich will schon auf seiner Seite sein. Diese Leistung ist fast eines Universitätsabschlusses würdig. Ja, gib Otto einen Universitätsabschluss. Zack. Ist er, glaube ich, nicht befugt. Diese Menschen haben natürliche Traditionen. Sie haben viele kluge Dinge ohne jede Ausbildung herausgefunden. Wie irgendwann ja generell passiert ist früher. Dieses Wissen stammt aus früheren Generationen. Gelebte Erfahrungen, die mit der Zeit weitergegeben wurde. Vielleicht nicht das Wissen eines umfassend gebildeten Geistes, aber dennoch nützlich. Es bedarf keiner Universitätsausbildung, um klug zu sein. Ich sehe in nichts davon irgendeinen Nutzen. Die sind mir wieder zu extrem, die Antworten. Wir nehmen natürlich das Obere. Dass ihr das sagt, war klar. Keiner von euch kennt diese Leute so gut wie ich. Er kennt sie als Arzt halt, aber dann auch nur oberflächlich irgendwie.
Gott hat ihnen ihren Platz in der Ordnung der Welt nicht ohne Grund zugewiesen. Wir können viel von den Bauern lernen, sogar ihr, Werner. Immerhin kennen sie sich mit der Anwendung von Kräutern gut aus. Ihre Traditionen sind profan. Denkt an die Johannisnacht, beschmutzt durch ihre heidnischen Rituale. Das ist ein Affront für Christus. Der heilige Eligius hat uns schon vor fast 1000 Jahren von diesem Treiben gewarnt. Wollen wir alle wissen, wer der heilige Eligius ist? Ich bin gespannt. Heiliger Eligius, Schutzheiliger der Nordschmiede. Goldschmiede. Bischof von Neuntonai. Strebte unermüdlich danach, die Heiden Flanderns zum Christentum zu bekehren. Wahrscheinlich unter Gewalt. Schön. Schön. Und in all der Zeit haben diese heidnischen Feste keinen Schaden angerichtet. Woher kommt diese neu entdeckte Frömmigkeit? Die Sache wühlt euch wirklich auf, nicht wahr? Machen wir mal unsere Logikantwort. Oh, wird in Erinnerung bleiben. Der Schaden infiziert die ewige Seele des Menschen. Ihr seht es vielleicht nicht, aber Gott schon. Was ist mit dem los? Ach, der ist bestimmt auch vom Ab bekniet worden. Auf seiner Seite zu sein, hat sich überzeugen lassen. Wetten? Ich frag mal nach der neuen Frömmigkeit. Tu nicht so, als wüsstet ihr irgendetwas über mich. Ich bin von Aachen gepilgert. Ja dann. Hallo Butterbrezel. Wie schön, dass du dabei bist. Wir haben noch nicht viel gemacht. Wir sitzen am Feuer und streiten uns ein bisschen mit dem arroganten Arzt, der aber von Aachen gepilgert ist. Okay, das ist natürlich ein Aushängeschild. Dann will ich alles zurücknehmen. Er hat recht. Oche represent, genau. So, der Arzt ist also ein Öscher. Das ist aber ganz schön weit, ne? Da muss er jetzt reden wie ein Öscher. Kann ich ja leider auch nicht. Selbst ich nicht. Ich habe den Marienschrein besucht und seine heiligen Reliquien gesehen. Ich rede einfach, für mich ist Coach und Öscher platt das Gleiche. Tut mir leid. Der Marienschrein in Aachen etwa? Im heiligen Dom? Entschuldigung, hab ich so geschrien. Marienschrein, ein reich verziertes goldenes Reliquar im Aachener Dom. Es enthält die Windeln und das Lindentuch Jesu, das Kleid der Jungfrau Maria und das Enthauptungstuch von Johannes dem Täufer. Ich habe noch nie jemanden mit einem Tuch enthauptet, das muss man erstmal schaffen. Neben dem Enthauptungstuch des heiligen Johannes des Täufers, ja, wissen wir doch schon, zu stehen war eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Neben dem Tuch stehen. Neben dem Tuch stehen ist nicht so ehrenvoll, ne? Stand das Tuch auch, weil es so alt ist, oder lag das auf dem Boden und er musste so runtergucken? Ich weiß, ich kann mir coole Sachen vorstellen, als neben einem Tuch zu stehen. Aber whatever. Die Windeln wieder, ja genau, die Windeln. Ich meine, Windeln ist ja doch realistisch, dass die in jedem dritten Wallfahrtsort liegen Windeln von Jesu. Das mag ja sein, dass er viele Windeln vollgeschissen hat. Aber es liegen auch irgendwie, hat auch jeder dieser Heiliger irgendwie 17 Beine, weil die überall verteilt sind. Und, weiß ich nicht, Splitter des Kreuzes, an dem Jesus gestorben ist, gibt es auch so viel, dass man wahrscheinlich einen ganzen Wald daraus bauen könnte. Anyway, ich selbst habe die Pilgerreise noch nicht gemacht, hoffe aber darauf. Ja, wir müssen jetzt auch nicht lügen. Wie schön, eure Familie ist sicher stolz auf eure Erfahrung. Ist komisch, auf eine Erfahrung stolz zu sein, oder? Ich kenne es, danke. Hallo, wir sind from Oche, natürlich, ich kenne es, danke. Dann solltet ihr verstehen, warum ich meine Seele unter diesen Menschen schützen muss. Meint ihr, die Kirche duldet ein wiedererstarktes Heidentum, während Luthers Gefolgsleute ihre Mauern niederreißen? Was redet der denn? Es hat doch niemand davon geredet, dass die hier alle Heiden sind. Was jetzt auch nicht schlimm wäre. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass sie von der Kirche unterdrückt werden. Oh, hat der einmal neben so einem Tuch gestanden? Kriegt sich nicht mehr ein. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Wenn ihr das nicht seht, seid ihr dümmer, als ich dachte. Oh, wir sind zu ernst geworden, Freunde. Viel zu düster. Ich mag den Balthasar. Wir sind hier, um zu feiern. So nämlich. Dann lasse ich euch mal den Abend fortsetzen. Gute Nacht. Eine sehr gute Nacht. Oh, und besucht meine Werkstatt, Meistermaler. Ich würde gerne mit euch Ideen austauschen. Machen wir. Es wäre mir eine Freude. Prächtig. Bis dann. Maler. Ah. Nett, der Arzt. Nett. Aber aus Aachen. So, müssen wir jetzt mit allen reden? Oh, so anstrengend. Was sagt denn Karl? Und wer war überhaupt nochmal Karl?
Wer war Karl? Hey, Karl, der kennt meinen Namen. Wir scheinen uns zu kennen. Sag mir, gefällt euch das Feuer dieses Jahr? Wir haben dieses Jahr gute Arbeit geleistet. Es ist groß und stabil. Wer ist das? Sehr schön, Karl. Die Tür muss man zum Willen kennen. Ausgezeichnete Arbeit. Es ist nicht so beeindruckend wie die in Nürnberg. Alter. Warum kriegen wir so unsympathische Antwortoptionen? Na, die Kleine lenkt mich ganz ab. Ich weiß, wir können nicht mit denen aus eurer Heimat mithalten. Das haben wir nicht gesagt. Aber wir geben alles, um das Licht derer zu feiern, die den Weg unseres Herrn bereitet haben. Yo. Ist das der Müller? Ja, habe ich auch gerade überlegt, Angerit. Aber der sah doch anders aus. Der hatte doch so eine blonde Mähne, so mega gestylt. Der würde, glaube ich, auch ein fancyeres Outfit anhaben als er hier. Also er sieht aus wie der Sohn von Müller, ein bisschen. Aber nee, ich glaube, das sind die nicht. Der Müller hieß, glaube ich, auch anders. Oh, der heißt auch Anton. Der hieß doch nicht Anton. Anton, erinnerst du dich an Andreas Mahler, den Meisterkünstler? Die Frage ist, erinnert Andreas Mahler sich an dich, Anton? Die Antwort ist nein. Ja, ich habe ihn schon einmal in der Stadt gesehen. Wow. Mein Sohn, bitte sei höflich. Wieso, das war doch immer eine ehrliche Antwort. Ach, hallo Meister Mahler, wie geht es euch? Es geht mir gut, danke, junger Mann. Junger Mann? Als wären wir 80. Ganz gut, denke ich. Ich hatte in Nürnberg keine angenehme Zeit. Too much information. Oversharing mit Anton. Der eh gezwungen wird, mit uns zu reden. Jetzt wollen wir unseren Frust hier anvertrauen. Das nenne ich ein wohlerzogenes Kind. Macht, was man ihm sagt. Da müssen wir wohl die Rentner antworten nehmen, weil anderen sind noch schlimmer. Anton ist ein guter Junge. Schön, wie er in der dritten Person über ihn redet. Das sage ich euch. Er ist ein kleiner Schelm, wie ihr sehen könnt. Aber er ist... Wieso, was hat er denn gemacht? Aber er ist klug und trägt das Herz am rechten Fleck. Das versteckt er aber gerade. Will er uns den verkaufen? Oder will er, dass unser vermeintlicher Sohn sich mit ihm anfreundet? Was will er? Warum preist er sein Kind so an? Oh, Fati, kannst du bitte aufhören? Aber hallo, mega peinlich. Haha, es ist so leicht, dich zu ärgern. Genau wie deine Mutter. Helena. Okay, seine Mutter ist Helena. Hey, ich blicke überhaupt nicht durch. Falls irgendwer von euch weiß, wer er ist, sagt Bescheid. Wie geht es, Helena? Ist sie beim Feuer nicht dabei? Vermutlich ist sie eine von den Frauen, wo die Brüste gleich rausfallen, aber wir wissen nicht welche. Achso, schade. Sie kommt später dazu. Sie ist mit Martha am Bach, um die Füße ins Wasser zu tauchen. Kneipen nennt man das. Und sammelt Blumen für die Kränze und Gewinde. Gewinde? Okay. Es ist wichtig, Tradition aufrechtzuerhalten. Ja. Du hast recht, vor allem in den heutigen Zeiten. Gewinde, die Füße in den Bach tauchen. Sind das nicht heidnische Bräuche? Ah, come on. Vielleicht finden Martha und Helena dort ja außerdem die Blüte eines Farns. Hahaha, ha, ha. Was heißt das denn dann? Komm, wir gucken uns die mal an. Also Martha ist die Erwachsene wohl. Ach, er hat zwei Kinder und Helena ist die Kleine. Nee, andersrum. Andersrum. Aber ich habe die nie gesehen. Okay, seine Frau und seine Tochter also. Was ist daran so lustig? Keiner hat gelacht, Anton. Farn blüht nicht. Das heißt, du wirst nicht die Fähigkeit erlangen, mit Tieren zu sprechen, Junge. Ich kann dem nicht folgen. Egal. Keine Sorge, Anton. Du kannst dir einen Kranz mit Johanniskraut besorgen, um Dämonen und böse Geister abzuwehren. Nee, jetzt nicht hier mit so okkultem Kram ankommen. Ah ja, das Spiel habe ich auch schon einmal gespielt. Im Wald mit einer Jungfrau auf der Suche nach einem Farn, der blüht. Ah, ist das so eine... Sagt man das so, wenn man eigentlich... Ne? Ne? Ihr wisst schon. Ich bezweifle, dass ich etwas Interessantes zu sagen könnte. Ja, machen wir unsere Hedonisten-Antwort. Da freut sich der Anton und kichert. Andreas, ihr Schuft! Sagt doch solche Sachen nicht von meinem Sohn. Ich bin alt genug, um zu verstehen, was das heißt. Gehe ich bald auch mit einem Mädchen in den Wald? Wieso fragt er uns? Ist doch deine Sache. Anton, das ist weder der richtige Zeitpunkt noch die richtige Gesellschaft, um darüber zu sprechen. Hier da hinten steht doch schon eins, Schlange. Ah ne, Entschuldigung, das ist die Frau vom Bäcker. Schon gut. Oder so. Genießen wir einfach die Feier. Ach nee, wer ist das denn nochmal? Egal. Was hältst du denn bisher vom Fest, Anton? Das wollte ich ihn nicht fragen. Ich will einfach weg.
Ich habe keine Lust, heute so viel zu reden. Falsches Spiel, ich weiß. Aber ich will jetzt wissen, was abgeht. Es ist nicht übel, ich habe auch all die gleiche Stimme, daran merke ich, dass ich keinen Bock habe zu lesen. Es ist nicht übel, denke ich. Ich mag die Feuer, wenn sie entzündet werden. Die Berge funkeln dann wie die Sterne. Wow, Anton, du Poet. Ich mag es nicht, wenn die Leute betrunken und laut werden. Je später der Abend wird, dann streiten sie sich und so. Ich finde, Anton hat eine gute Antwort gegeben. Und jeder mag es doch, sich manchmal etwas gehen zu lassen. Das ist gut für den Körper. Bullshit. Aber der Vater gebietet ihnen Einhalt, oder? Welcher Vater? Oh, jemand bestimmt's. Oh ja. Nee, dann verpetzen wir die nachher. Ach, dein Vater. Ja, er mag es nicht, wenn diese gottverdammten Mistkerle zu weit gehen. Wortwahl, Junge. Gott missfällt Blasphemie. Aber das sind deine Worte, Fati. Zitiere lieber nicht mich, sondern die Heilige Schrift. Zum Wohl deiner Seele. Hör auf deinen Vater, Anton. Das werde ich, ja. Jesus. Jesus, meine ich. Jesus. Hey, was habe ich gerade gesagt? Pass auf, dass deine Mutter dich nicht so hört. Haha. Okay, ja, sie meint es nicht so richtig ernst mit der Erziehung. Gut, ich lasse euch jetzt weiter das Fest genießen. Oh, bitte. Ich weiß immer nicht, wer das ist. Es macht mir keinen Spaß, mit Fremden zu reden. Es war mir eine Freude. Bis später, Andreas. Tschüss. Oh, war das anstrengend. Einfach steht da einfach nur Karl. Können die bitte einfach sagen, wer die wirklich sind? Ich will jetzt das Feuer gucken. Das redet wesentlich mit mir. Dieses Feuer ist viel einfacher als das in Nürnberg, aber genauso schön. Oh mein Gott, ja, er kommt aus Nürnberg. Guck mal ins Freundebuch, da sind Karl und Anton drin. Ja, gute Idee, Angerit. Menschen. Da ist er ja schon, Karl Pfeiffer. Ehemann von Helena, Vater von Anton und Martha, Mitte 40. Glattes, braunes und graues Haar, Bartstoppeln, durchschnittliche Größe, stark. Das alles, was wir jetzt über ihn wissen. Hä? Ah, Moment! Ist das die Kneipenfamilie? Deshalb kennen wir die nicht. Deshalb meinte der Sohn auch nur, ich habe ihn einmal durchs Dorf gehen sehen, als es darum ging, ob er uns kennt. Ich glaube, die sind neu, also neu. Die sind halt innerhalb der letzten 7 Jahre, also nach unserer Abreise damals, sind die hingezogen. Kann das sein, dass die einfach, das sind die Kneipenleute. Also denen gehört der Wirtshof. Ja, muss man den Sohn jetzt nicht mehr suchen. No one cares. Hier, jetzt kommt Martin. Mit dem habe ich ihn nämlich verwechselt. Das ist ein ähnlicher Verschnitt, oder? Martin, der ehemalige Problemjugendliche und seine Frau, Cousine oder Schwester Brigitta. Man weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht so genau. Ach nee, Moment, das sind die Wirtsleute. Och Mann, ich blick nicht durch. Ach Martin, schau, wer da ist. Guten Abend, Andreas. Andreas, ich hoffe, ihr bleibt zum Fest. Natürlich bleibt er. Wer würde das verpassen wollen? Besonders, wo ihr kräftige Kerle so ein schönes Feuer aufgeschichtet habt. Endlich werden nochmal die Männer gelobt. Ein kräftiger Kerl wie ich würde doch alles für dich tun, mein Täubchen. Okay, wahrscheinlich ist es nicht die Schwester. Ich konnte gar nicht anders. Die Freud mit dem Eimer auf dem Kopf lenkt etwas ab. Die Frau. Die Freu. Für einen Gerrit ist eine Frau auch immer eine Freu. Ja, das stimmt. Ich bin halt immer noch fasziniert von dem Design dieses Kleides. Offensichtlich ist da irgendwas getaped. So. Rika Martin scheint mir Festtagsgefühl zu genießen. Stumm anstarren. Finde ich gut. Machen wir, oder? Schmartin, schau dir doch Andreas an. Du treibst ihm die Schamesröte ins Gesicht. Ach, so sagt sie. Ach, sicher, weißt... Was? Ach, sicher weiß doch Martin, wie es läuft. Ihr seid verheiratet, oder? What? Redet er von sich in der dritten Person oder ist das einfach nur ein Fehler, ein Schreibfehler und eigentlich soll da Andreas stehen? Ich bin nicht beschämt, nur etwas überrascht. Hä, warum? Weil die... den Kontext. Ich verstehe den Kontext nicht. I didn't read the room. Und weshalb das? Ah, es spielt keine Rolle. Es ist schön, euch so in Festlaune zu sehen. Ich schätze, ich habe mich noch immer nicht an den erwachsenen Martin gewöhnt. Ha! Ich verstehe schon. Manchmal habe ich das selbst noch nicht. Der wurde ausgetauscht, ich sag's euch. Ich bin wahrhaft gesegnet, dass Martin zu einem so guten und rücksichtsvollen Mann herangewachsen ist. Nur weil du meine besten Seiten hervorbringst. Ach Gott, das ist ja super süß, I guess. Und cheesy.
Es ist schön, euch so in Festlaune zu sehen. So, reicht jetzt. Das Essen, die Feuer, der Tanz. Das ist eine Nacht zum Genießen. Ja, wir können auch so Postkarten schreiben, oder? Oder so Yogi-Tee-Sprüche. Wir ehren den Jahrestag der Geburt von Johannes. Eine Wacht für den Wegbereiter. Jo, danke. Ja, ja, er hätte sicher gewollt, dass alle gute Laune im Herzen haben. Ein gutes Essen im Magen. Oh, ich finde es gerade so langweilig. Sorry, ich weiß, dass die Geschichte weitergeht. Ter war ein Einsiedler, der sich in der Wüste von Heuschrecken und Wildhonig nährte. Wahrscheinlich wäre er anderer Meinung. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, oder? Heuschrecken sind bestimmt knuspi. Und Honig ist auch geil, von daher. Gegen etwas wilden Honig hätte ich auch nichts, wenn du verstehst, was ich... Martin! Erstmal, seine Stimme gehörte da rein, Entschuldigung. Gegen etwas wilden Honig hätte ich auch nichts, wenn du verstehst, was ich meine. Wahrscheinlich, geht er gleich mit ihr in die Heide und versucht, einen Farn zu finden, der blüht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hm, wer würde das nicht? Und jetzt werde ich den Gedanken gar nicht los. Ach. Also werden die Autos aufrufen, den Wald folgen? Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, die wollen bumsen. Hast du nicht verstanden, Andreas? Komm, prusten. Martin, bitte benimm dich. Ja, mein Liebes, ich werde zu Gott beten, dass er mich vor solch unreinen Gedanken bewahrt. Vor allem, die sie vielleicht nicht mit jedem teilst, der vorbeikommt. Für dich gibt es heute Nacht keinen Tanz, wenn du mit dieser Schelmerei fortfährst. Eine Schelmerei. Seht ihr, Andreas? Mit derlei fürchterlichen Drohungen bin ich in dieser Ehe gestraft. Och, Herrn. Oh, get a room. Ein Elend. Also, was steht am Abend weiter an? Werdet ihr Autos offen vor dem Wald folgen? Eine schreckliche Bürde muss das sein. Fragen wir nach dem Wald. Nein, ich will keinen Ärger suchen. Davon gibt es schon genug im Ort. Ja, ich glaube, der... Der, da ist ja auch irgendwas faul mit dem neuen Martin. Der steckt bestimmt unter einer Decke mit der Kirche. Obwohl du ihn bei seiner Rede früher unterstützt hast und ihr, Brigitta, kein Interesse, ja, komm, wir fragen das. Was er sagt, ist wichtig, aber wie ich schon meinte, ich muss jetzt den Abt nicht noch provozieren. Wir sind gottesfürchtige Menschen, Andreas. Ja, merkt man, ihr Lüstlinge. Es freut mich, dass ihr so vernünftig seid. Warum hattest du eigentlich mit Otto gestritten, als er dich zuerst auf der Wiese gesehen hatte? Achso, die haben gestritten. Mein Vater genommen ist dein Esel und verdient, was jetzt kommt. Machen wir das. Ach, nichts Wichtiges. Andreas, bitte, genug von alledem. Wir sind hier, um zu feiern. Okay, er verheimlicht uns was. Also, er müsste uns das natürlich auch nicht erzählen, aber ich will jetzt wissen, was los ist. Es interessiert mich mehr als deren Sexleben. Und Martin und ich werden tanzen, bis uns die Beine schwach werden, nicht wahr? Das würde ich im Leben nicht verpassen. Wie schön, ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, ihr Turteltörbchen. Und euch ebenso, Andreas. Bis später. Ja, Till interessiert mich jetzt echt nicht. Kommt, wir... Obwohl, er ist der Letzte, damit er noch reden kann. Wir versuchen das mal maximal kurz zu machen. Ach, die junge Liebe. Ja, ne? Anstrengend. Hallo, Meister Maler. Guten Tag, Till. Genießt du das Fest? Wir sind schon bei Perdu anscheinend. Oh ja, ich bin vielleicht etwas zu alt für die Ausschweifung am Rande, aber ich genieße den Anblick und die Atmosphäre. Und er hat Rhythmus im Blut, wie wir sehen. Sein Fuß wippt mit. Und das auch noch nicht mal, obwohl noch nicht mal Musik läuft. Wusstet ihr, dass das Wort Solstitium auf die alten Römer zurückgeht? Nee, ich kannte das Wort Solstitium noch nicht mal, Till. Aber danke. Ich dachte, du kannst kein Latein. Haha, erwischt. Ich meine, davon gehört zu haben. Das ist immer eine gute Antwort. Solstitium, die Sonne steht am Himmel still. Zumindest sieht es bei uns in den Jahreszeiten so aus. Ich weiß nicht, ob der jetzt redet wie Herr Schneider, aber egal. Ein gelungenes Gleichnis für den Lebenswandel der Menschen. Aufstieg und Untergang. Und um uns davon abzulenken, Wein, Weib und Gesang, heitere Ausgelassenheit. Was redet der? Ich glaube, der ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen einsitzen, oder? Ja, die Leute feiern ausgelassen, aber das scheint ab Gernot nicht gerne zu gefallen. Nicht gerade zu gefallen. Aber kann all das den Untergang verhindern? Welchen Untergang? Aber mal kurz rauskriegen, wie er zu der Abtgeschichte steht. Ja, dass Otto sich den Dekreten der Abtei derart widersetzt, könnte nicht ungefährlich sein. Dieses Fest war schon immer von rebellischem Spott geprägt. Ich erachte es nicht als derart heilig wie manch anderer. Das wäre... Ach Gott, jetzt reden die doch wieder so lange. Das wäre die Kirche aller Meinung Heiligen. Aber heiligen muss es sein, wenn die Kirche es nicht als ketzerisch erachtet. Worüber spotten wir denn gerade?
Über die Narren der Gesellschaft, die Laster der Menschheit, vor allem über diejenigen, die sich für etwas Besseres halten. Ich verstehe jetzt, warum der alleine sitzt. Wir sind jetzt leider in die Falle gegangen und müssen mit ihm reden. Aber am wichtigsten ist, dass es Leute zusammenbringt. Ach, ich wünschte, ich könnte mehr darüber lesen. Ja, geh. Geh hin und lies. Die Abtei verkauft doch Bücher aus ihrer Bibliothek und jetzt versprechen wir dem noch ein Buch. Ich hatte gehofft, mir ein paar zu sichern, aber sie waren viel zu teuer für mich. Tja, werfe ich meinen Pelz über die Schulter und gehe weg. Tja, wer hat, der hat, Till. Klaus und seine Schriften sind ja schon nützlicher, aber bei weitem erschwinglicher. Und bei weitem erschwinglicher. Bist du auf interessante Geschichten geschossen? Hast du etwa auch die 12 Artikel gelesen? Wieso etwa? Ist das jetzt auch schon verboten? Aber ja. 12 Artikel ist quasi diese Revolutionsschrift, die unser Freund Otto verfasst hat. Aber über so etwas sollten wir an einem solchen Abend nicht reden, Meister Maler. Ich verstehe, was du meinst. Sind dir sonst interessante Geschichten untergekommen? Da hast du sicher recht. Jetzt feier doch schön weiter. Nee, hat er noch einen weiteren Tratsch? Das bin ich, Meister Maler. Was haben wir nochmal gefragt? Ich dachte, wir hätten nur Tratsch gefragt. Aber vielleicht habe ich auch nicht alles verstanden. Ich war Latein. Okay. Der Verfasser war ein Römer namens Strabo. Ein Streber. Es ging um Geografie, deshalb weiß ich es noch. Cool. Ich glaube, ich habe bisher noch nichts von ihm lesen können. Ach, schade. Der Text war ziemlich kompliziert, muss ich zugeben. Das Buch handelte von verschiedenen Barbaren, darunter... Also genau wollte ich es auch nicht wissen. Darunter auch vom Stamm der Räter, von denen ich schon gelesen habe. Das ist der Stamm, der genau hier vor Ankunft der Römer gelebt hat. Er nannte diese Gegend Raetia und beschrieb sie als Ansammlung von Hütten. Die Einwohner waren feindselig und streitlustig und nur an Jagd und Krieg interessiert. Er erwähnte Mannus und seine Söhne, aber das ist der erste Mann gewesen, glaube ich. Aber besonders viel habe ich nicht verstanden. Ja, leider noch zu viel. Jedenfalls wurden die meisten Einheimischen vertrieben, als die Römer kamen, aber einige wurden gefangen und mussten auf Feldern in den Minen arbeiten. Okay, wo kommt die kürzere Antwort? Was ist mit den vertriebenen Einheimischen geschehen? Was haben sie denn abgebaut? Ach so, die Minen. Vermutlich da, als früher war ich der Rückgrat des Landes. Was ist mit den vertriebenen Einheimischen geschehen? Oh. Keine Ahnung, wahrscheinlich sind die... Das ist wahrscheinlich super interessant für die Hauptzielgruppe dieses Spiels. Irgendwie Leute, die so... Ja, so historisch... Oder vielleicht sich für diese Zeit vor allem irgendwie mehr interessieren. Ich habe halt erstens kein... Die Grundkenntnisse fehlen mir und das Interesse auch ein wenig. Keine Ahnung, wahrscheinlich sind die Barbaren zurückgekehrt, als die Römer vertrieben wurden und ihr Reich langsam auseinander fiel. Aber waren das dieselben Leute oder Nomaden aus einer anderen Gegend? Für mehr davon schalten sie auch morgen wieder ein, in Tills lustiger Geschichtsrunde. Vielleicht gehst du nach meinem Wald, Angerit erträgt sich. Ja, ich gehe auch, aber ich muss ja mit Till noch das Gespräch beenden. Das werden wir wohl nie erfahren. Vielen Dank für die Geschichtslektion. Ich lasse dich jetzt weiter feiern und werde nie wieder mit dir reden, Till. Viel Spaß heute Abend. Da spuckst du schon wieder. Meister Maler, bis später. So. Das war anstrengend. Wo geht's in den Wald? Ich glaube, hier lang, ne? Aber ich dachte, die gehen halt erst nachher in den Wald. Wo ist eigentlich Otto? Mit dem können wir nicht reden. Er ist ja der Anführer des Ganzen. Alles ist abgeschlossen. Es tut mir leid, dass wir da durch mussten. Mussten wir eigentlich nicht, aber ich, da war ich in einem persönlichen Zwist zwischen Completionist, ich muss mit allen reden, und ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, und es ist mir einfach zu viel zu lesen. Hier geht's nicht weiter. Ging's nicht hier auch in den Wald? Da ist Witwe Kemperin, die neuerdings Ottilia heißt. Nee, wo geht's denn in den... Ich dachte immer, man kämpft von hier aus auch in den Wald, aber nein. Das Ziel ist markiert. Eventuell musst du auch erst ins Bett gehen. Nee. Ich will in den Wald direkt. Gärtnerhof. Nee, da waren wir gerade. Ja, der Wald war eher Richtung Abtei, ne? Gucken, ob wir irgendwo einbrechen können. Nee. Okay, dann haben wir jetzt bald die große Runde hinter uns. Schönen Abendspaziergang zur Verdauung nach dem schweren Abendessen mit dem Abt. Jetzt sind wir wieder hier. Das wollen wir aber nicht mehr. Das wollen wir alles nicht mehr. Gehen ins Bett.
Und warten darauf, dass schlimme Dinge passieren, weil das steht, glaube ich, als nächstes an. So, hier ist Wiese. Ah, ich glaube, wir kommen mal von der Wiese aus in den Wald. Wenn ich mich richtig erinnere. Ah! Wie viel Bock habt ihr denn noch auf das Spiel? Ich würde jetzt halt gerne wissen, was so abgeht im zweiten Akt. Also ein bisschen zum ersten Höhepunkt des Aktes noch spielen. Und dann hätte ich aber auch mal wieder Bock auf ein anderes Spiel. Wald. Gucken wir erstmal, ob jetzt schon was los ist. Nope. Niedliche Glühwürmis haben wir. Dann haben wir hier natürlich Eckbert den Köhler. Ne, wie hieß er nochmal? Adam den Köhler. Guten Abend, Meistermaler. Warum seid ihr denn nicht beim Fest? Wir haben mit allen geredet und waren fertig. Das wollte ich auch fragen. Ich habe dich nicht am Feuer gesehen. Ich wollte bei einem Spaziergang meine Gedanken ordnen. Ja, warum war er denn nicht da? Wäre doch eine gute Gelegenheit, Gerüchte aufzuschnappen. Ha, wer heute Nacht Augen und Ohren im Wald offen hält, schnappt mehr auf, als ihm lieb ist. Es liegt ein Zauber in der Luft. Ne, es sind einfach nur hier Abgase. CO2. Keine Ahnung. Aber ich bekomme auch schon so genug Feuer und Rauch ab. Anständige Leute wollen nichts mit meinesgleichen zu tun haben. Sie lieben zwar die Holzkohle, who doesn't, aber hassen den Köhler. Abgesehen von Enderis, das ist der Zahnarzt? Nee, das ist der Schmied. Er kommt von Zeit zu Zeit vorbei, aber wahrscheinlich nur wegen seiner Geschäfte. Sie meiden dich sogar in der Nacht, wie in einer Nacht wie heute? Die Leute sind grausam, das stimmt. Aber mich schert das nicht. Good for you, Adam. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Für mich eine Nacht wie jede andere. So bleibt lieber... Der hat doch gerade gesagt, es ist eine besondere Nacht und es liegt ein Zauber in der Luft. Ich bleibe lieber nüchtern und beobachte die anderen. So bekomme ich auch alle wichtigen Gerüchte mit. Wenn du mit denen redest, aber wahrscheinlich noch mehr. Ich bin auf meine alten Tage nicht mehr zu Schabernack aufgelegt. Ja, ist bei mir auch so. Sollen die anderen in albernen Kostümen herumrennen? Ach, die verkleiden sich auch noch? Ach, im Moment haben die ja schon. Die haben ja so Körper auf dem Kopf und so. Ach, so alt bist du auch gar nicht. Bisschen Schleim. Dir liegt nicht viel an Tradition. Ich stelle keine weiteren Fragen mehr. Das ist die neue Regel. Ha, ich gehe jeden Tag krummer. Das ist so sicher, wie die Sonne jedes Jahr ihren Höchststand erreicht. Aber ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Einen angenehmen Abend, Meistermaler. Bis später. Mit unserem Lakaien hat er gar nicht geredet und Hallo und Tschüss gesagt. So, was haben wir hier noch? Nichts. Ja, ich fürchte, Angerit hat recht, wir müssen tatsächlich erstmal schlafen gehen. Nee, hier lang kommt man... Ja, lass uns mal ins Bett. Wenn schon nicht in echtem Leben, im echten Leben, da zieht es mich nämlich gerade hin. Dann doch wenigstens im Spiel. Auf ins Gästehaus. Na, 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 na. Das war hier, ne? Schön vorne an direkt. Praktisch. Gästehaus, Schlafzimmer. Gute Nacht, mein Junge. Leg dich hin. Ich tu's dir gleich. Es wird spät. Ich sollte mich ausruhen. Zu Bett gehen, wach bleiben. Ne, zu Bett gehen. Aber ich hoffe, wir wachen auf, bevor morgen ist. Ich will ja mitkriegen, was im Wald passiert. Da kurz überlegt, ob er seinen Buben noch zudeckt. Die Zeit geht nur langsam voran. Ich glaube, wir erleben noch... Oh nein, nicht wieder so ein Traum! Och, erinnert ihr euch, wir hatten in Akt 1 auch öfter so verstörende Träume. Da müssen wir durch so eine Stadt irren und unser Vater Josef spricht zu uns... Gerrit freut sich. Oh, es ist ein Labyrinth. Wo sind wir denn? Tap, 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 tap. Komme ich da nicht hoch? Tap, 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 tap. Kann ich das irgendwie mit... Ah, okay. Ich komme da nicht rein. Ich bediene es mit Tastatur.
Aber auch mit Tastatur und Maus geht beides nicht. Hier vielleicht, weil da keine Häuser im Weg sind? Hä? What the... Ach so, das Weiße ist der Weg. Sorry, ich dachte, dass... Es geht da hoch. Gehst du jetzt? Alter. Ich mach's doch mit der Maus. Sorry, ich dachte... Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Ja, ich dachte, der Teil hier wäre der Weg. Entschuldigung. Oh, ist das aber mühsam. Ich versuch's nochmal mit Tastatur. Ja, erzählt mal, wann habt ihr euch zuletzt verlaufen? Ach, ich kann doch einfach nur nach vorne drücken. Nee, doch nicht. Schade. Gehst du... Andreas, meine Güte. Träumt ihr auch manchmal sowas? Oh, Sabine, das ist unsere Frau. Oder? Doch, ich glaube, es war unsere Frau, mit der wir verheiratet wurden. Gegen Ende des... Also, verheiratet werden sollten, hieß es am Ende des ersten Aktes. Die sieht aber ein bisschen mitgenommen aus. Okay, die war halt auch mit uns... Oder ist halt auch mit uns verheiratet. Wo ist meine Maus? Was ich? Ja, was ich, du Frauenzimmer? Nein, die redet nicht mit uns. Sie schweigt uns nur enttäuscht an. Ich glaube, das sind die Wirrungen unserer gescheiterten Ehe, durch die wir hier durchlaufen. Was? Nee, wir warten mal. Komm nach Hause. Okay, sie lebt noch. Das war mir nicht klar. Ich dachte, die Mutter sagt dann gerade. Nee, nee, unser Vater hier heißt Josef. Sabine ist, glaube ich, die Frau, mit der wir verheiratet werden sollen. Die Chancen, sich da zu verlaufen, sind ja eher gering. Ja, das stimmt. Um nicht zu sagen, null. Aber es gibt die Chance, nicht in der Mitte anzukommen, weil man zu viel redet und nicht steuert. Das werde ich bald. Hör auf, mich zu plagen, Frau! Ich weiß. Nehmen wir mal das Tröstlichste. Lügen wir sie an. Oh nein, sie hat's gemerkt, sie hat's gemerkt. Du lügst. Manchmal denke ich, du verachtest mich. Aber vielleicht ist es schlimmer als das. Vielleicht bin ich es nicht einmal wert, beachtet zu werden. Oh Gott. Was bin ich jetzt für dich? Da müssen Ann-Gerrit und ich uns jetzt drüber streiten. Entweder bist du meine Mutter oder meine Frau. Eine Qual? Eine Plage? Ich glaube, wir hatten irgendwie ein Kind, was gestorben ist, und seitdem läuft es in unserer Ehe nicht mehr so gut. Ein Ärgernis, das du ignorierst, während du in Paris ein anderes Leben führst? Gehen wir fremd? Gab es in deinem Herzen jemals eine Unze Liebe für mich? Ach, es wird sie wieder so emotional. Natürlich. Es ging nie um Liebe, Sabine. So viel, wie du für mich hattest. Oh Gott, das ist alles ganz schlimm. So viel. Komm, wir lügen sie wieder an. Ich weiß es doch nicht. Ich kenne die Geschichte von den beiden nicht. Ich würde mir wünschen, dass das die richtige Antwort ist. Aber jetzt nicht mehr. Ich hasse es, mit dir zu reden, wenn du so bist. So ehrlich. Ich will nicht über Emotionen reden, Sabine. Du bist immer so irrational. Ich sag mal nichts. Na gut. Ist aber auch gemein, nichts zu sagen. Ich nehme am Gespräch nicht teil. Oh, sie ist auch eine Hedonistin. Geh zurück zu deinen Huren, den Frauen, die dich glücklich machen. Jesus, that escalated quickly. Dieses Haus ist so einsam ohne dich. Ja, was denn jetzt? Sei still. Hey, das habe ich mir nicht ausgesucht zu sagen. Ich würde so nie mit Sabine reden. Deine Anwesenheit würde die Trauer nur verstärken. Okay, ja, wir haben ein Kind verloren. Es wurde jetzt auf 1000 verschiedene Arten angedeutet, aber nicht ausgesprochen. Hör auf, sagt er. He can't face his emotions. Lass mich allein mit der Erinnerung an ihn. Es war ein Sohn, okay. Hör auf! Da spritzt schon die Tinte. Lass mich einfach in Ruhe, nur für eine Nacht. Oh nein, er träumt jede Nacht von seiner Frau. Hat er etwa ein schlechtes Gewissen? Eine Nacht, in der ich nicht von ihm träumen muss. Nee, du hast ja auch nicht von ihm geträumt, du hast von ihr geträumt. Bitte. Danke. So, weiter geht's im Labyrinth der Liebe. Da muss man jetzt auch mal ein Auge zudrücken. Sabine stellt sich ein bisschen an. Ups. Soll das Nürnberg sein? Nein, das ist unser Sohn! Das ist ein winziger... Thomas Gottschalk. Nee, Quatsch, der sieht aus wie Thomas Gottschalk, aber der ist ja niedlich. Ist der wohl im August geboren? Was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Oh, jetzt bin ich ja viel zu albern und jetzt geht es gleich darum, dass das Kind gestorben ist. Und dann bin ich so überfordert wieder und zieht das ins Lächerliche. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus.
Sehr poetisch, wie du uns hier durch das Labyrinth der Liebe führst. Danke, Angerit, ich gebe mir Mühe. So, ich lese vor, was August sagt. Das nämlich. Wenn Menschen so heißen, sagt man August, ne? Betonung auf der ersten Silbe. Und wenn es der Monat ist, sagt man August. Ist Quatsch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach, ich und mein Sohn, wir haben uns nicht viel zu sagen. Wir schweigen uns ein bisschen an. Aber er sieht fröhlich aus. Hallo, August. Was soll ich tun? Einfach hier mit dir warten? Ich weiß, dass du nichts sagen wirst. Denn er hat nie sprechen gelernt. Not funny at all, Cordy. Nehmen wir das. Nein, er sagt nichts. Ich denke, das geht. Ich kann die Nacht schweigend bei dir verbringen. Es tut mir leid, dass ich nichts für dich tun konnte. Obwohl wir doch quasi Arzt sind. Ich bin so müde, August. Ist doch August egal. Wirst du dort, wo du jetzt bist, auch müde? Als ich das letzte Mal sah, sagte ich dir gute Nacht. Ich konnte nicht zum Bett kommen, also stand ich in der Tür. Ich stand einfach da, im Dunkeln. Warum konnte er denn nicht zum Bett kommen? Du hast nicht geantwortet, also habe ich es noch einmal gesagt. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gestanden habe. Ich habe nur darauf gewartet, dass du gute Nacht sagst. Du hast für mich noch immer dasselbe Alter. Ich frage mich, ob ich jemals dein Gesicht vergessen werde. Ob ich mich an deine Mutter so erinnere, wie sie ist? Ich erinnere mich, dass ich sie liebte. Oder denke ich nur an irgendeine Verzerrung von Daniels Porträt? Nein, dann Gerrit weint. Kannst du dir jemals jemanden klar vorstellen, wenn du ihn liebst? Kannst du dir jemals jemanden klar vorstellen, wenn du ihn hasst? Er hasst sie doch nicht. Warum sollte er sie hassen? Das möchte ich nicht auswählen. Ich habe dich geliebt, mein kleiner Junge. Tut er wahrscheinlich immer noch. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Boah, nee. Ich habe dich so sehr geliebt. Manchmal wünschte ich, ich könnte sterben, um es nicht mehr fühlen zu müssen. Aber das kann ich nicht. Also wiederhole ich jede Nacht meine Schritte. Und ich finde meinen Weg zurück zu dir. Zurück zu dir. Hat er den verloren, oder was? Also, wortwörtlich, verloren. Ich liebe dich, August, in der Stadt. Gute Nacht. So. Einmal runterschlucken und weiter geht's. Und links herum. Und wir sind angekommen. Im Zentrum der Gefühle. Ui. Was ist hier passiert? Oh nein, das war irgendwie so sein Gedankentempel, ne? Hier ist ja richtig was los. Dunkel auch. Wo ist Priesterkönig Johannes? Und das in der Johannesnacht. Priesterkönig? Ich glaube, das ist falsch verlinkt. Das hier ist der Johannes, der, also irgendein Typ aus dem Dorf. Er meint, glaube ich, jemand anders. Und wo sind Sokrates und der heilige Grobian? Grobian war nicht auf dem Narrenschiff. Ist das hier nicht der heilige Grobian hier oben? Ach, das ist unser mein Lieblingscharakter auch. Man sollte mal bald die Psychotherapie erfinden. Aber hallo. Guter Punkt, Limulitz. Ich muss da kurz... Ist das besser? Ich bin nicht sicher. Das Gefühl, meine Birne ist immer im Weg. Melancholia. Er sagt nichts. Wollt ihr mir nicht antworten? Keine Gedanken an Beatrice. Wer ist Beatrice? Ihr seid Beatrice, oder nicht? Früher einmal. Ich war eine Stimme der Vorsicht. Ach, sie ist auch ein Engel, ne? Sie hat hier so eingeschnürte Flügel. Und jetzt? Mehr und weniger als Vorsicht. Der Schmerz des Zweifelns, der zur Lähmung wird. Eine Lähmung, die Verzweiflung gebiert. Melancholia. Was ist mit euch geschehen? Was ist mit den anderen geschehen? Was euch widerfährt, widerfährt auch uns. Und nein, unsere ganzen... Die Facetten unserer Seele, I guess, oder unseres Charakters sind alle
kaputt. Oder in Not zumindest. Die Fundamente dieser Stadt sind noch auf dem Meer eures Verstands festgemacht. Ihr Hof herrscht nicht über euren Verstand, euer Verstand herrscht über den Hof. Einst lebten Verstand, Neugier und Narretei eurer Jugend unter der Herrschaft eures Intellekts. Ich bin alles, was noch bleibt, die Melancholie im Herbst des Lebens. Im Herbst des Lebens? Wie alt sollen wir sein? Wahrscheinlich wie 29 oder so. Aber es ist erst Juni. Voll die Doofus-Antwort, ey. Das war's also. Können wir nach Hause gehen? Wie konnte es so weit kommen? Nein, ganz und gar nicht. Ihr zweifelt noch. Es könnte schlimmer sein. Na, Gott sei Dank. Trotz der betrüblichen Lage, in der sich diese Stadt befindet, könnte es doch noch schlimmer sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt Good News sind. Was ist denn schlimmer als Zweifel und Verzweiflung? Hoffnungslosigkeit, Wahnsinn. Dort seid ihr noch nicht, aber der Weg ist nicht lang. Ja, sehr motivierend. Was soll ich denn jetzt machen? Ändert euer Leben. Das ist ja nicht viel zu tun. Wartet, ich sollte nicht hier sein. Ich muss jemandem helfen. Schläft Kaspar noch? Kaspar ist unser Lehrling. Was hat der jetzt damit zu tun? Ja, das weiß ich. Das weiß ich sogar. Zwei Namen kann ich mir ja ungefähr merken. Ah, eure Gedanken drehen sich also noch nicht um euch. Nicht nur um euch. Das ist doch schön. In euch ist noch etwas, das sich um andere sorgt, trotz eurer Melancholie. Vielleicht übt es noch Hoffnung für uns. Gibt es noch Hoffnung für uns, Schlügen? Wacht auf, Andreas! Oh nein, sein Blick. Oh nein, Kaspar! Kaspar! Jetzt ist Johannesnacht. Nice. Jetzt wird's spannend. Ups, sorry. So. Kaspar finden. Oh nein, Kaspar. Ach, dieser Junge. Eine Tracht Prügel, wenn ich ihn finde. Gehe ich jetzt in der Klamotte los? Yes, nice. Ich mag den Look. Puffelbeiß. Hallo, Discord und hallo, Andreas, schreibt er. Hallo, auch von uns beiden zurück. Schön, dass du da bist. Wir sind gerade mitten in der Johannesnacht aufgewacht und unser Azubi ist weg. Wir gehen mal erst gucken, ob der Abt ihn vielleicht in seinen Fängen hat. Können leider nicht hoch. Ja, wo sollen wir den denn suchen? Habt ihr Tipps? Wo hält man sich so auf als 14-jähriger Dude, der in einer Fremdstadt ist? Also er ist zwar weg, aber einen Hund streicheln können wir trotzdem noch schnell. Schlafmütze abnehmen, meint Angerit. Warum denn? Ist doch cool. Außerdem ist bestimmt auch frisch jetzt. In der Disco. Schlägt jemand jetzt vor. Okay, das Pendant zur Disco wäre die Kneipe, oder? Sollen wir da mal gucken? Ja, der Hund fängt an zu mucken. Ich will nicht mehr. Ich habe jetzt so gar keinen Anhaltspunkt. Vielleicht verrät uns das Ding, wo wir hin müssen. Aber eigentlich will ich auch nicht, dass uns das vorgegeben wird. Sind wir da gerade oder müssen wir da hin? Nee, da sind wir gerade, ne? Kaspar! Und jetzt alle. Lustig, dass der Kaspar heißt, weil Kasperle muss man ja auch wirklich immer rufen, oder? Beim Kasperltheater. Oder war das Seppel? Auf jeden Fall ist das auch so eine mega lustige Übung beim Kasperltheater. Beim Kasperltheater ist immer alle zusammen jemanden rufen. Und ironically müssen wir jetzt alle den Kaspar suchen, beziehungsweise rufen. Oh, ich habe jetzt auch keine Lust, in ihren Raum reinzugehen. Der könnte ja überall sein. Vielleicht ist der heimlich in die Bibliothek? Also wenn ich jetzt nachts ausbrechen würde, würde ich eher in der Bib mich aufhalten, als im Schlaf, im Dormitorium. Die habe ich vorher noch nie so wahrgenommen hier. Vielleicht ist Kaspar am Baden. Nee, jetzt haben die ja das Wasser laufen. Geht's noch? Verschwenderisch. Kaspar! Kaspar! Wie kommen wir denn nochmal in die Bib? Kirche, Dormitorium, Friedhof. Friedhof ist auch ein guter Ort, um sich dann nachts aufzuhalten. Oh, die Glühwürmchen. Der ist bestimmt... Ach, wisst ihr was? Der ist einfach zur Johannesnacht. Wir gehen jetzt in den Wald. Ich habe jetzt keine Lust, in der Kirche rumzulaufen. Gucken, ob die Tiere schlafen. Das möchte ich noch rausfinden. Wie schlafen Schweine? Gar nicht.
No. Aber sie grunzen ein bisschen leiser als sonst. Kann ich hier drauf gehen? Nee. Okay, wir gehen in den Wald. Und wenn er da nicht ist, gehen wir in die Disco. Ich mache mir Sorgen. Ich habe ja auch irgendwie so eine Aufsichtspflicht, oder? Wie ist das? Ich nehme wieder das Haus des Abtes als Abkürzung. Der Abt ist auch nicht da. Obwohl doch, der schläft wahrscheinlich oben, da kommen wir ja nicht hin. Komm. Sollen wir uns noch irgendwie festes Schuhwerk anziehen? Oder ist egal? Nehmen wir eine Waffe mit? Okay, Brainstorming. Wie heißt die Disco in Tassing? Ich weiß ja gar nicht, wie Discos heißen, muss ich gestehen. Aber bitte, haut raus. Hat schon mal keinen englischen Namen wahrscheinlich. Oh, wie cool. Tasmanien. Oh, nice. Und Gerrit, finde ich gut. Oh, wie cool. Das sollte denen verboten werden. Die pflücken auch nur Kräuter. Tasse hoch. Finde ich ja gut. Oh, die ringen ein bisschen. Sie ist komplett lost. Sollen wir ihr helfen? Johann, Schatz, wo bist du? Ich bin's, Johann, dein Schatz. Ach, ist das schön. Ich kann gar nichts sehen. Das fällt ihr jetzt auf? Ja, komm, das ist nicht unser Problem. Was macht ihr? Die sagen gar nichts. Oh, gehen wir baden? Der Wasserfall muss von der Schneeschmelze in den Bergen oberhalb der Abtei stammen. Dürfen die dann darin schwimmen? Weil das Wasser gehört ja dann der Abtei. Tassing. Sag Rufe Beiß. Und die A Cappella Disco. Oh, stimmt. Oh, das ist bestimmt lustig. What the fuck? Entschuldigung. Ist das unser Sohnemann? Johann? Achso, das ist ihr Johann. Ja, das wissen wir, aber wer ist er? Ich habe Angst, dass auf der anderen Seite der Brücke irgendwas Schlimmes ist. Sollen wir erst noch die andere Richtung gucken? Ich kann gar nichts sehen. Also, come on. Das fällt dir jetzt erst auf. Wie ist sie denn überhaupt bis da gekommen? Okay, mit denen können wir nicht reden. Die trinken einfach zusammen ein Bierchen. Ich finde das irgendwie ein cooles Fest. Nee, nicht schon wieder er. Bruder Voisler verwenden. Ja, ja, bla. Was ist denn beim Schrein? Ja, da gehen wir jetzt gleich noch hin. Nee, zu den Druckers wollen wir nicht. Wir wollen die Party genießen. Auch wenn die ohne Musik ist. Ist ja ein bisschen wie Disco, ne? Ich glaube, das näher an Disco kommen wir nicht ran hier in Tassing. Da ist er ja. Ist wieder irgendwie weggelaufen. Sollen wir dem jetzt direkt die Ohren langziehen? Oder lassen wir mal 5 gerade sein? Meister Andreas, was macht ihr hier draußen? Wir sind ganz schön böse. Sieh unser Gesicht an, wie böse wir sind. Wir sind doch selber Hedonist, wir verstehen das doch. Oh, Kaspar, dem Herrn sei Dank, ich habe schon nach dir gesucht. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, drin zu bleiben. Kaspar, was zur Hölle machst du da? Ich habe dir aufgetragen, im Bett zu bleiben. Ja, vielleicht das dem Herrn sei Dank noch dazu, damit er weiß, wir haben uns auch ein bisschen Sorgen gemacht und waren nicht nur sauer. Ich habe geschlafen, aber da war so viel Lärm und ich wollte sehen, was da geschah. Oh. Oh, oh. Vater Genot, Sie haben kein Kostüm an. Haben Sie die Memo nicht bekommen? Vater Genot, was tut ihr hier draußen? Ich verfolgte wen von den Städtern, aber dann habe ich den verkleideten Dummkopf aus den Augen verloren. Der Wald ist verboten. Ich finde schon noch raus, wer die Gesetze bricht und dann exkommuniziere ich die eigenhändig. Entschuldigung, da hat er sich versprochen in seiner Wut. Wen meint er mit verkleideten Dummkopf? Uns ja wohl nicht. Oh oh. Was war das? Das fragen wir uns alle, Kaspar. Jemand schreit in der Stadt. Jetzt geht dieser Unfug aber wirklich zu weit. Da schreit jemand? Das ist ja unterste Schublade, das stimmt. Gehen wir zurück in die Stadt und schauen, was passiert ist. Gehen wir gemeinsam zurück in die Stadt und schauen, was dieses Geräusch war. Was stehen wir hier noch rum? Los! Macht keinen Unterschied, oder? Was ich hier nehme. Ich hätte gerne noch oft ein bisschen Treffen am Schrein. Ein bisschen was erlebt.
Mann. Ich gehe trotzdem noch kurz hier lang. Darf ich trotzdem noch... Hey! Danke. Ich will trotzdem noch kurz hier lang. Och Mann, jetzt habe ich die Feier nicht zu Ende gesehen, weil ich nicht über die Brücke gegangen bin, sondern erst... Ja, dann gehen wir halt in die Stadt. Hier lang, oder? Ist das der Geist von einem Mordopfer? Oh, er pflückt was. Du darfst nichts pflücken, Kaspar, du kriegst Ärger. Hm, diese Blume habe ich noch nie zuvor gesehen. Wo mag man die gefunden haben? Hat der Geist die gerade verloren? Wer ist dort überhaupt fortgelaufen? Kaspar verbalisiert seine Gedanken zu viel. Kann man kaum erkennen, wer in diesen närrischen Kostümen drin steckt. Ist natürlich ärgerlich. Dann weiß man nicht, wie man exkommunizieren muss. Das sollten wir später überlegen. Schauen wir erstmal nach der Stadt. Wen schert das? Sehen wir nach, weshalb dort geschrien wird. Aber ich will noch... Okay. Oh! Otto! Otto wurde von 2 bis 3 Steinen erschlagen. Und der Arzt steht verdächtig nah daneben. Werner, ist er? Ich denke, er ist okay, Peter. Tot? Ja, leider ist es. Gut, dass sie den Arzt haben. Jemand löste das Seil. Die Plattform erschlug ihn. Arzt und Detektiv. Was? Wie konnte das so geschehen? Balthas und Lenhard und ich hörten großen Lärm und sind rausgelaufen, um zu sehen, was passiert war. Raus aus was? Richtig. Und dann sahen wir eine Gestalt in einem Kostüm, die vom Rathaus wegeilte. Wir haben doch damals bei dem ersten Mord auch so eine geisterartige Gestalt wegeilen sehen, oder? Das muss derjenige gewesen sein, der das Seil gelöst hat. Und was habt ihr während all dem gemacht, Lenhard? Ich genoss eine leichte Mahlzeit mit diesen Herren. Zu so später Stunde. Oh, wie schade, dass ihr mir das nicht anhängen könnt, Peter. Kaspar, seht nach, ob Otto eine Nachricht bei sich hat. Wieso muss Kaspar das jetzt machen? Und überhaupt, ist das jetzt gut, da direkt an Tatort die Leiche zu befummeln? Wie? Na los! Nein, dann sieh mal. Gut, dass es keinen stört. Kaspar macht alles, was wir sagen. Geil. Nein, Meister, da ist nichts. Seid ihr sicher? Was habt ihr erwartet? Ich bin nicht sicher. Awkward. Mein Gott! Und dann ist es Eva, das ist die Frau von Otto. Otto! Nein, nein! Wenn ihr mich fragt, ein bisschen unglaubwürdig. Bisschen zu theatralisch. Eva? Ihr? Der Abt muss ihn getötet haben. Nee, der Abt war ja mit uns im... Nee, Moment, der Schrei kann natürlich passiert sein nach... Ja, egal. Ich sag nichts. Ich möchte mich hier nicht einmischen. Dieses Schwein hatte schon immer etwas gegen Otto. Das wussten wir alle. Wir brauchen Antworten. Wie könnt ihr es wagen? Ich werde nicht einfach hier stehen und mich von einem Bauern einer so ruchlosen Tat beschuldigen lassen. Ich renne weg. Ihm nach. Oh nein. Nee, Leute. Wartet nicht. Der Abt war bei uns. Er ist unschuldig. Das ist wahr. Er kann Otto gar nicht getötet haben. Kaspar hat recht, selbst wenn wir keinen Beweis haben. Der Satz macht keinen Sinn. Pack den Künstler und den Jungen. Der Sache gehen wir auf den Grund. Hey, jetzt sind wir mitverdächtigt? Kaspar, lauft! Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Dann heißt es nachher, wenn ihr unschuldig wärt, hättet ihr ja nicht laufen müssen. Oh nein, eine Verfolgungsjagd! Hilfe! Ich kenne den Weg doch nicht, vor allem nicht unter Zeitdruck. Hey, aber wieso sind wir denn jetzt mitschuld? Warum sollten wir auch Otto umbringen? Otto ist unser Freund. Das ist mir alles viel zu stressig. Hilfe! Lasst uns darüber reden, beziehungsweise lasst uns erstmal alle Nacht darüber schlafen. Oh, Gott sei Dank. Wir platzen in die Chorprobe rein.
Zur Bibliothek, jetzt! Schnell, schnapp dir noch eine Waffe. Wir sind durch die Kirche gelaufen, hier entlang. Aber warum verdächtigen die mich? Ich bin doch... Ich hätte mehr über den Abt lästern sollen, glaube ich. Dürfen wir auch rein? Unskü? Sie haben die Tür zugesperrt. Oh je. Andreas aus dem Weg. Ottos Tod fordert nach Gerechtigkeit. Der Abt kann Otto nicht getötet haben. Er war bei uns, als wir den Leichnam gefunden haben. Das stimmt. Er ist zusammen mit euch gekommen. Aber wisst ihr nicht, was er vorher getan hat, oder? Aber ihr wisst nicht, was er vorher getan hat, oder, Andreas? Wer sonst würde Otto töten wollen? Feigling, Mörder! Andreas aus dem Weg! Ich werde nicht zur Seite weichen. Ich lasse niemanden herein. Wenn ihr Gernot anklagt, wird der wahre Mörder davonkommen. Mir gefällt seine Meinung genauso wenig wie dir, aber Gewalt ist hier nicht die Lösung, Peter. Standhaft bleiben. Gernot hätte keine Zeit gehabt, von der Allmende in den Wald zu laufen und dann zu uns zurückzukommen. Der Mörder muss ein anderer sein, versteht ihr nicht? Keine Gnade! Komm heraus! Er ist ein Monster! Ah nee, das war, Entschuldigung. Das war ja hier York. Er ist ein Monster! Wenn die Mönche nicht herauskommen, werden wir alles niederbrennen und sie dazu. Ihr seid alle völlig von Sinnen. Das hilft so nicht, Gernot, die jetzt noch zu beleidigen. Vertraut mir, wenn ihr dem Abt nicht vertrauen könnt. Ich schwöre, er kann es nicht getan haben. Ich war bei ihm. Gernot war nicht... Jetzt bin ich schon wieder in so einer Verhandlungsposition. Ich will nicht immer hier Schicksal spielen. Gernot war nicht der Einzige, der nicht mit Otto übereingestimmt hat oder ihn nicht mochte. Jemand anders muss ihn getötet haben. Ihr habt allen Grund, den Abt zu hassen, aber er ist hier nicht der Täter. Es waren alle verkleidet, also hätte jeder die Gelegenheit haben können, Otto aus irgendeinem Grund zu töten. Das Dritte vielleicht, weil man ihnen also weil man versteht, dass sie den Abt hassen. Wisst ihr, ich glaube, es war Martin. Ich glaube, es war Martin. Der ist so weird. Lass uns Martin beschuldigen. Das Letzte oder das Dritte findet Angerit gut. Ich nehme das Dritte. Es erscheint doch unwahrscheinlich, dass der Abt Otto wirklich töten könnte, oder? Na gut, verdammt noch eins. Ihr habt einen Tag, um herauszufinden, wer der wahre Mörder ist. Andreas, nur einen Tag? Ich sage, es war Martin. Den mochte ich nie. Sonst werden wir uns den Abt holen kommen. Andreas, ich möchte nur Gerechtigkeit für meinen Mann. Bitte, ihr müsst den Mörder finden. Ja, haben wir ja schon mal so gut hingekriegt. Ich schwöre, dass ich herausfinden werde, wer Otto getötet hat. Ja, schwören wir mal nicht. Eva, Otto war ein guter Mann. Ich werde nicht ruhen, bis ich seinen Mörder gefunden habe. Ich habe schon Halsweh vor Anstrengung, Leute. Jetzt haben wir geschlafen bis abends, oder was? Nee, bis None. Die Bauern sind so überzeugt, dass Gernot Otto tötete. Aber das war doch unmöglich. Ach, Kaspar, du guter Junge. Peters Jähzorn steht uns im Weg. Um Weg. Der Abt ist ein leichtes Ziel, weil er gegen Otto und dessen Sache agitierte. Sorry. Dass Gernot und Otto einander nicht ausstehen konnten, war kein Geheimnis. Ich wünsche dem Mann ja nicht den Tod herbei, aber der Abt ist schon eine Yeah, da haben wir es wieder, den Google-Franz. Wer von euch hat das Wort benutzt letzte Woche? Ich hoffe, ihr habt es alle viel angewendet. Abt ist schon ein Google-Franz. Ach so, nee, ich will nicht. Ich wollte einfach die oberste Dingens auswählen. Meister Peter war wütend. Er gibt euch nur einen Tag, den Mörder zu finden. Warum habt ihr euch darauf überhaupt eingelassen? Ja, wir hätten schon was aushandeln können, hat Kaspar recht. Ein paar Tage mehr wäre schon gut. Ein Stream ist das, ne? Letztes Mal ist es nicht gut gegangen, nicht wahr? Deshalb wollt ihr es noch einmal versuchen. Wäre auch ein Grund, es nicht noch einmal zu versuchen, aber gut. Oh, ich hab's nicht benutzt, leider. Ach so, das Wort, Google Franz. Ist okay, Angerit. Du hast jetzt eine neue Chance in der kommenden Woche. Oh nein, ich habe vergessen, das Wort zu benutzen. Scham und Schande. Ja, Buffel weiß. Aber man trifft auch nicht so oft, also ich treffe halt nicht so oft Leute, auf die das zutrifft. Das müssen ja schon kirchliche Leute, Kleriker sein, ne? Oder? Wir Google-Franzen, aber hallo. Ich hätte auch den Stream so nennen können, also das YouTube-Video. Habe ich auch verpasst. Wir haben alle versagt. Alle verdienen Gerechtigkeit, Kaspar. Ehrlich gesagt hätte ich jeden Grund genommen, der mich von Nürnberg fernhält.
Ich will nicht darüber reden. Hey, machen wir das Oberste. Okay, Angerrit hat schon Google Franzen jetzt benutzt im Chat. Das ist okay. Das zählt ausnahmsweise. Ihr habt ein gutes Herz, Meister Andreas. Oh, Kaspar. Kaspar möchte mein Sohn sein. Also, was meint ihr? Wer war es? Wo sollen wir anfangen? Komm, richtiger PM hier, der Kaspar. Wir sollten Lenhard sprechen. Er hasste die Bauern und unterstützt es stets den Abt. Inwiefern soll uns das helfen, mit dem zu reden? Ich mag den nicht. Letztens hat er sehr lautstark in der Stadt gegen Otto angeredet. Er hat vielleicht Otto genug gehasst, um ihn zu töten. Wir sollten mit ihm reden und es herausfinden. Selbst wenn er nicht Otto tötete, weiß er vielleicht, wer noch ein Motiv gehabt hätte. Ich sag euch, es war der Martin. Oh ja, was ist mit Martin Bauer? Als wir ihn mit Otto reden sahen, schienen sie über irgendetwas zu streiten. So. Der hat ja auch den letzten schon getötet. Das wirkt mir unwahrscheinlich. Martin unterstützte Otto und die Bauern. Ja, aber wäre das nicht eine gute Masche, so zu tun, als würde man ihn unterstützen und dann umzubringen? Martin war schon immer ein Was war er? Kompoststande. Ein Google-Franz und ein Kompoststande. Wenn der Streit schlimm genug war, hat er vielleicht Otto umbringen wollen. Wir sollten zumindest mit Martin sprechen, herausfinden, worüber sie stritten. Vielleicht weiß er, wer Otto ermorden wollte. Ich glaube nicht, dass er uns das verrät, aber vielleicht ist er auch jetzt wieder verschwunden, wie nach jedem Mord in Tassing. Ich möchte aber trotzdem das Wort Kompoststande benutzen. Eine gute Idee. Wer noch? Komm, wir suchen uns wieder 17 Verdächtige. Wir haben ja auch nur einen Tag Zeit. Wie soll das gehen? Sonst fällt mir niemand ein, der Otto töten wollte. Sicher finden wir noch andere Verdächtige. Wenn man nur lang genug sucht. Das ist eine gute Antwort. Wir müssen weiter nachforschen, um den Mörder zu finden. Aber wir sollten uns beeilen. Ja, sehe ich auch so. Könnte der Mörder bei Vater Thomas gebeichtet haben? Nicht schlecht, Kaspar. Wahrscheinlich nicht. Das wäre mehr als töricht. Vielleicht schon. Aber selbst wenn, ist Vater Thomas durch das Beichtgeheimnis gebunden. Er würde uns nichts sagen. Vielleicht hat er ja bei der Inkluse Vielleicht ist die Inkluse die Mörderin. Wahrscheinlich nicht. Ja, machen wir das. Aber wir könnten einige Beichten belauschen. Yes! Das finde ich gut. Die Johannisnacht war gerade. Viele am Ort werden zur Beichte gehen. So wie nach Karneval, oder wie? Ich hatte die ganze Nacht einen Korb auf dem Kopf und meinen Mann nicht gefunden. Ich weiß nicht, mit wem ich da gekuschelt habe, weil ich konnte ja nichts sehen. Stimmt, irgendwer könnte zumindest etwas gehört haben, ein guter Ort zum Anfangen. Wir könnten auch, wollt ihr da nicht auch mal anfangen? Wir könnten auch in der goldenen Hand herumfragen, da ist ja immer keiner. Bei Pleite auf jeden Fall, die Kneipe. Vielleicht haben die Reisenden etwas Nützliches gehört oder gesehen. Wenn nicht mit drinsteckt, dem erzählt man manches. Vielleicht wissen sie etwas, was wir übersehen haben. Ein oder zwei humpenlosen Zungen. So nützlich, Andreas. So gut, dass wir Hedonist gewählt haben bei unseren Eigenschaften. Das hilft uns richtig weiter im Spiel. Was ist mit dem Menschen, der im Wald an uns vorbeirannte, trug diese Blumen, die ich nie zuvor sah? Verdächtig, er hatte Blumen dabei. Die hat er eingesteckt. Oh, das ist eine Blume geschenkt. Sollen wir ihn adoptieren? Stimmt, die Blumen müssten wir im Wald finden. Vielleicht erlangen wir so eine Verbindung zum Mörder. Die Blumen könnten einen Nutzen in der Heilkunde haben. Deshalb kann man immer die ganzen Blumen angucken. Vielleicht gibt es jemanden in Tassing, der sich damit auskennt und weiß, wo sie wächst. Ja, wahrscheinlich die alte Witwe, oder? Klischeehafterweise. Ein Haufen gute Möglichkeiten. Eine Suche zu beginnen. Die Zeit mag knapp sein, aber unsere Chancen, echten Mörder zu finden, stehen nicht schlecht. Wieso sollte die nicht schlecht stehen? Wir hatten letztes Mal irgendwie 3 Tage Zeit und haben es auch nicht hinbekommen. Wir sollten herumfragen, aber wer hätte solches Wissen? Ich denke, es wären zumindest Bruder Florian, Schwester Gertrude, Agnes Steinauerin und Werner Stolz. Könnt ihr euch das bitte merken? Bruder Florian, keine Ahnung, wer das ist. Schwester Gertrude, ja, eine von den Nonnen halt. Agnes Steinauerin, die mag uns nicht, das ist die Hebamme. Ach, apropos, können wir schon gratulieren? Haben hier die Freunde von den Druckers. Die hatten doch hier eine Geburt gestern. Ja, wollen wir mal gucken. Werner Stolz ist der Arzt. Ein Haufen gute Möglichkeiten, eine Suche zu beginnen. Die Zeit mag knapp sein. Das hat er schon mal gesagt. Oh nein, he's losing his mind. Na, schön an die Arbeit. Eine gelbe Blume. Okay. Oh. Stressig. Wo gehen wir als erstes hin? Mit Florian, Gertrude, Agnes und Werner sprechen. Okay. Wer war Florian? Ist Bruder Florian. Dann gehen wir als erstes hin, ne? Weil wir sind ja eh schon in der Abtei.
Sind die alle immer noch in der Bibliothek? Die ganzen geflohenen Mönche? Mit Nico sprechen. Ne, wir wollen nicht mit Nico sprechen, wir wollen mit Bruder Florian. Wie sieht's denn hier aus? Hat die da ein Gelage? Krass. Mit Lenhard sprechen? Nein, wir wollen... Ich bin voll verwirrt, dass sich das dauernd ändert. Da steht dauernd was anderes. Wo finden wir denn jetzt Bruder Florian? Wer ist er überhaupt? Komm, wir gucken schnell in unserem Freundebuch. Bruder Florian. Menschen. Ist der unter B wie Bruder? Nee. Ach, er! Ja, ja. Dem haben wir immer mal wieder mal eine Leiche seziert. Vielleicht tun wir das jetzt gerade wieder. Das wäre interessant. Wo findet man den? Oh, ich kenne mich ja nicht aus. Ach, wir haben so einen Lageplan, ne? Wartet. Küche und Keller. Kreuzgang. Lasst uns mal kurz auf die Map gucken. Wie heißt das Ding, wo die Leute sezieren? Spital vielleicht? Sollen wir mal nach links weitergehen und kommen vielleicht zum Spital? Das sind einfach alle neuen Aufträge, sagt dann Gerrit. Ja, aber es sind halt zu viele. That's my point. Spital! Guck mal, aber richtig systematisch gehen wir vor. Bruder Florian, bist du daheim? Och, wo sind die denn jetzt alle? Ich hab's eilig. Mann, der ist doch immer sonst hier. Jesus Christ, help me. Der heilige Lukas. Ach komm. Sie sehen sich schon ähnlich. In die Bib. Wir müssen in die Bib. Da müssen wir... Ach Gott. Gehen wir durchs Dormitorium und dann durchs Skriptorium, oder? Ja, ich glaube, die verstecken sich wirklich alle an Gerrit. Okay, Dormitorium, dann Skriptorium. Kirche, Dormitorium. Strafgericht. Und Skriptorium. Ach, wir wollten doch auch letztes Mal noch mit irgendwie diesem uralten Mönch reden und dann haben wir den nicht mehr gefunden. Das steht auch noch auf unserer To-Do-Liste, aber dafür ist es vielleicht jetzt auch zu spät. So. Das ist Bruder Geistalter Tisch. Warum sind seine Werkzeuge noch hier? Darin sind Schreibwerkzeug und Pergament, aber auch... Aber was ist denn das? Sind das Zitronen und ein Taschenmesser? What the fuck? Die machen bestimmt diese Geheimschriftgeschichte mit Zitronensäure. Seltsam, was kann er damit an seinem Arbeitsplatz wollen? Zitronenpull, doppeltes Spiel mit Konten. Zitronen verfiel rasch, nachdem Vater Genno die Bibliothek geschlossen hat. Hey, wer bist du? Sepp. Könnt euch frei bewegen, Andreas, außer in der Bibliothek. Peters Anweisung. Ach Gott. Ah, jetzt brauchen wir eine Geheimgang zur Bibliothek. Entschuldigung, da war ich kurz aufgeregt. Wer bist du? Hey, Fabian. Geht, wohin ihr wünscht, Andreas, aber bleibt von der Bibliothek weg. Peters Anordnung. Geheimschrift, sagt Gerrit, genau. Hier, Dingens, wir hatten doch... Wo war denn jetzt dieser Geheimgang zur Bibliothek, den wir in Akt 1 schon nicht mehr ausprobieren konnten? Der hilft uns jetzt bestimmt. Wie sollen wir sonst mit Bruder Florian reden? Irgendwie musste man hier hinten... Musste man durch die Sakristei... Oder irgendwie durch den Keller? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Strafgericht. Sakristei. Oh nein, die Bauern haben hier drin auch alles geplündert. Ja, egal. Nicht doch. Das Ziborium und der Tabernakel waren wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten im Sitz der Abtei. Oh no, das Ziborium und der Tabernakel.
ein Becher oder größeres Gefäß, in dem sich die heilige Hostie vor und nach der Eucharistie befindet. Typischerweise aus Edelmetall. Tabernakel. Hält die heilige Hostie zwischen der Eucharistie beim Gottesdienst in einem verschlossenen und sicheren Behälter. Gottes heiliger Ort. Gut. Wir sollten trotzdem schauen, ob noch etwas hier ist. Schauen wir doch mal in diese verdächtige Truhe. Ich sehe nichts, Meister. What? Kasper erblindet! Stell dich so an, Kasper. Vielleicht hier? Oh, da, ein Tagebuch. Nice. Das könnte Guys Hauptbuch sein. Schauen wir es uns an. In der Krypta ist der Eingang des Eingangs. Dankeschön. Gucken wir sofort als nächstes. Oh Gott. Ach, das kann auch keiner lesen. Ich verstehe nichts davon. Ja, nicht nur du, Kasper. Schauen wir uns die Einträge an. Das Einkommen der Abtei, vor allem Spenden der Pilger. Nicht sonderlich viel. Können wir nur die Sachen anklicken, die rot werden? Da. Das sind die Ausgaben der Abtei. Einige sind schrecklich hoch. Ja, okay, die Abtei ist hoch verschuldet. Das war... Nee, da ist noch was. Warte mal, ich glaube, jetzt verstehe ich es. Guy verwendet doppelte Buchführung. Das ist eine schwer zu durchschauende Art der Buchführung. Die Abtei kommt gerade so über die Runden, aber die Konten scheinen ausgeglichen zu sein. Aha! Ich glaube, Guy macht Cum-Ex. Diese Seite gehört nicht zum Hauptbuch. Donum Ultimum a Familia Melsa Abscest. Scribebo eis iterum. Es ist einfach nur ein Blatt Pergament mit einigen Notizen, aber warum steckt es dergestalt im Hauptbuch? Du musst da Zitrone drauf tun. Warte, die Zitrone, die wir in seinem Schreibtisch gefunden haben. Nice. Hat er mit Zitronensaft eine geheime Nachricht geschrieben? Ich glaube, ich rieche Zitronen auf dem Pergament. So, und darum geht es im nächsten Stream. Nein, wir machen das natürlich jetzt. Kasper, bring mir die Kerze da drüben. Oh nein, jetzt machen wir noch einen Zimmerbrand. Jetzt kommt ein Minispiel. Wenn wir das Blatt über das Feuer halten, finden wir vielleicht etwas. Oh, ich habe so Angst, dass ich jetzt ein Feuer lege versehentlich. Steht was, aber ich kann leider kein Latein. Achso, wir können auch zoomen. Moment, ich muss kurz... Da. Ja, den Rest will er nicht, oder wie? Das ist doch ganz viel. Ich will nochmal bewegen und zoomen. Etwas warten. Danke, Wuffelweiß, das war noch nie meine Stärke. Ah! Das brennt dann aber schnell. Friemelig. Geht das irgendwie... Oh, wir haben's. Nice. Ach du, Guy hat die Abtei bestohlen. Allein im März hat er fast 7 Florin gestohlen. 7 Florin, das muss man sich erstmal... An einer Hand kann man das sich kaum abzählen. So viel verdient mein Vater in mehreren Monaten, sagt Kasper. Er schickt, als 14-Jähriger wusste ich nicht, was mein Vater verdient. Kasper ist well informed. Er schickt alles an einen Mann in Augsburg, der es bei den Fuggern hinterlegt. Ist das nicht so eine Kindersendung mit so kleinen Wesen? Die Fugger. Limon ist erstaunlich schlecht. Guy wird nie herausbekommen, dass wir da waren. Ja, nee, ne? Wenn Otto davon wusste, hatte Guy guten Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Meint er nicht eher, ihn zum Schweigen zu bringen? Aber egal. Allermindestens ist es ein Beweisstück, das wir nutzen können, um zu zeigen, dass Guy abgeschöpftes Geld an ein Konto in Augsburg geschickt hat. Die Fugger waren so reiche Handelsfamilien oder so. Buffelbeiß. Sehr gut, danke. Das wusste ich nicht. Die Fugger. Okay. Das Hauptbuch der Abtei. Okay. Aber stand da nicht irgendwas mit Martin? So, ja, nice. Haben wir nebenher das noch rausgefunden. Ist einfach zu gut.
zurück in die Kirche. Und wo... Wer steht denn da wieder rum? Vielleicht dürfen wir uns da nicht bemerken lassen. Egal. Wir müssen jetzt in die Krypta, sagt Angerrit, um in die Bibliothek zu kommen, um die Leute zu interviewen. Die Krypta... Ah, okay, wir waren schon richtig. Müssen wir an dem Dufus doch vorbei. Gucken, was er dazu sagt. Bonjour, Karl. Ach, dem haben wir doch so schön geredet. Peter hat allen verboten, die Bibliothek zu betreten. Das gilt auch für euch, Andreas. Ich will doch nur auf den Turm. Das heißt, die wissen vom Geheimgang durch die Krypta. Ich glaube, das können wir uns abschließen. Abschminken. Och Mann, ich wollte einmal diesen Geheimgang benutzen. Können wir doch? Okay, okay. Was gibt's hier? Saufi, Saufi. Nicht einmal die Krypta blieb von der Plünderung verschont. Ja, mein Gott, die haben so ein paar Messweine getrunken. Lass die doch. Okay. Geheimgang. Hoch zur Bibliothek. Gut, dass sie hier auch niemanden abgestellt haben von den Bauern. So, wo ist hier? Wir wollen mit Florian reden. Gernot, was sagst du? Gott segne euch, Andreas. Ist bei der Untersuchung von Ottos Tod etwas Neues ans Licht gekommen? Ja, Guy betrügt alle. Ich muss dringend mit euch über Bruder Guy sprechen. Im Moment nicht. Wenn wir das sagen, bringt Guy uns um, oder? Egal, wir haben keine Angst. Wir haben ja Kasper. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit, um die Feindschaft zwischen euch zu diskutieren, Andreas. Ich weiß, dass ihr einander ablehnt, aber es ist kaum angemessen. Guy hat die Abtei bestohlen. Wie bitte? Ich habe mich nur verhört! Er hat es im Hauptbuch verschleiert, aber die Beweise sind da. Allein im März hat er 7 Florinen gestohlen. 7! Und an die Fugger in Augsburg geschickt. Mein Gott! Das kann nicht. Woher wisst ihr das? Ich habe eine Quittung hinten im Hauptbuch der Abtei gefunden, geschrieben mit Zitronensaft. Wenn Otto irgendwie davon erfahren hatte, ihr könnt nicht glauben, dass Bruder Guy ihn getötet hat. Und ob er das würde? Er hat das Wort würden nicht benutzt. Das ist keine coole Antwort, Andreas. Vielleicht doch. Er hat die Bauern nie sehr gemocht, aber Mord? Ich glaube nicht, dass derlei Gewalt in seiner Natur liegt. Ich kenne sein Herz. Und ihr habt keinen Fehler gemacht? Seid ihr sicher? Solche Fehler mache ich nicht. Ich bin absolut sicher, Vater. Ihr könnt die Quittung selbst überprüfen. Ihr braucht dazu nur eine Kerze. Das werde ich wohl müssen. Oh nein, er legt Feuer dann. Oh nein, er verbrennt das dann als Beweis. Dies sind finstere Zeiten, Andreas. Selbst mit dem Licht des Herrn, das uns führt, weiß ich nicht, wie wir weitermachen sollen, wenn das hier vorbei ist. Seufz, aber laut. Ich kann im Moment nicht viel dagegen unternehmen, aber sollten wir die kommenden Tage überleben? Also ich sowieso. Zieh mich da nicht mit rein. Die Konsequenzen, Bruder Guy, werden verheerend sein. Danke, dass ihr mich angehört habt. Es tut mir so leid, dass die Sache so ans Licht kommen musste. Ans Licht kommen, wegen der Kerze. Was auch immer ihr von mir und meinen Absichten haltet, mir liegt etwas an Kirsau. Ich weiß, es ist nicht das, was ihr hören wolltet. Nein, niemals. Eines noch, habt ihr mit ihm darüber gesprochen? Nein, noch nicht. Er weiß also nicht, dass er durchschaut wurde. Sehr gut. Geht mit Gott, jetzt mehr denn je. Das war wahrscheinlich er selber hier. Ihr auch, Vater Gernot. Geht mit Gott. Gott segne euch. So, wo ist Florian? Da. Florian, aus irgendeinem Grund sollen wir mit dir reden. Mit Guy reden wir nicht, der ist doof. Wieso druckt er denn jetzt? Andreas Mahler. Ich bin stets froh, euch zu sehen, aber hier hereinzuschleichen setzt euch gewiss großer Gefahr aus. Ihr könnt euch einfach nicht aus Gefahr und Ärgernis heraushalten, oder? That's my thing. Ich scheine ein Talent dafür zu haben. Der Ärger findet mich nicht umgekehrt. Es mag so erscheinen, aber ihr solltet auf die Vorsehungen vertrauen. Haben wir jetzt nicht Besseres zu tun als so ein... Wir bedürfen erneut eures Scharfsinns und so hat Gott euch erneut zu uns befördert. Dennoch muss ich fragen, weshalb seid ihr in die Bibliothek gekommen? Ich wollte sehen, wie es euch allen geht. Wenn es euch darum geht, wir sind noch nicht außer Gefahr.
Die Bauern sind aufgebracht und wir sitzen fest. Befürchtet ihr, dass sie wirklich noch mehr Gewalt wollen? Das ist Bühnenzauber, sie würden nicht wagen, es weiterzutreiben. So ist brutal eine rustikale Einfachheit. Sie mögen keine ausgebildeten Soldaten sein, aber viel militärischen Sachverstand braucht es nicht, um ein Bauwerk voller Bücher niederzubrennen. Ja, so viele Bücher gibt es ja hier nicht mehr. Wenn sie dem Abt oder der Abtei Gewalt antun, werden die Armeen des Herzogs keine Gnade zeigen. Glaubt mir, eine direkte Konfrontation mit echten Soldaten würde im Gemetzel enden. Ihr habt viel über die Bauern gesprochen, doch was ist mit euch und euren Brüdern? Oh, mir geht es gut, Andreas. Ich überlebte schon Schlimmeres. Die Schlacht von Kosmin, die Belagerung von Schloss Dorneck. Vielleicht zu viel davon für einen jungen Geist. Ach, lang ist es jetzt her. Nein, das haben wir ihn getriggert. Doch andere sind schlimmer dran. Ich sorge mich um Volkbert und Rüdiger. Sie sind sanftmütige Seelen, die Gewalt und Schrecken nicht gewachsen sind. Wir wollten doch mit ihm reden wegen Mordverdächtigen, oder? Aber vor allem besorgt mich Edok. Wer ist nochmal Edok? Er ist alt und gebrechlich und unsere Flucht hat ihm nicht gut getan. Er spricht von Schmerzen in der Brust. Oh oh, Edok hat Brustkrebs. An mein Werkzeug komme ich nicht und wäre es anders, wüsste ich doch nicht sicher, was gegen sein Leiden helfen könnte. Ja, Werkzeug wahrscheinlich nicht. Vielleicht Salvia Salvatrix oder Papavers Somniferum? Ich würde sagen, vielleicht ein Mix aus beidem. Mir fielen einige Optionen ein. Ein Aderlass könnte die Säfte wieder ins Gleichgewicht bringen. Aderlass-Säfte. Ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Ich wünsche, ich könnte helfen, doch ich muss Ottos Mord aufklären. Das verstehe ich. Nein, wie gemeint von uns. Aber ich habe halt so Zeitdruck, Leute. Das verstehe ich doch, falls ihr die Zeit findet. Es gab schon genug Tote in dieser Nacht. Ja. Unverbindlich sagen wir mal ja. Es mag am besten sein, Schwester Gertrude zu befragen. Sie kennt sich gut mit Kräutern aus. Apropos Kräuter, könnt ihr euch diese Pflanze ansehen, die ich gefunden habe? So. Sie könnte eine Verbindung zu Otto Zimmermanns Tod aufweisen. Lass mal sehen. Da ist eine Hagebutte. Butterblume. Nee, sie wirkt vertraut, aber es fällt mir nicht ein. Schwester Gertrude ist die Kräuterkundige hier. Wo sind eigentlich die Schwestern? Wenn es irgendwer in Kirsau weiß, dann sie. Und wenn es irgendwer in Tassing weiß, dann Agnes Steinauerin. Aber natürlich mag es schwierig sein, sie zu fragen, wenn man bedenkt, was ihrem Mann zustieß. She doesn't like us. Ja, in der Tat. Danke für eure Hilfe, Bruder Florian. Gehabt euch wohl jederzeit. Ciao. Also hier gibt es keine... hier Dingens. Schwester? Schwester Gertrude? Schwester Gertrude? Nicht da. Ich rede jetzt nicht mit den ganzen Mönchen. Außer vielleicht mit Edok, weil mit dem wollten wir irgendwie letzte Folge schon reden. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Dann rede ich jetzt nur mit ihm und dann gucke ich, ob ich die Schwester finde. Und ansonsten gucke ich, ob ich dann doch versuche, mit der Steinauerin zu reden. Wer ist da? Oh nein, er ist erblindet. Bist du das, mein Herr? Führst du meine Seele heim? Sollen wir einfach Ja sagen, damit er Frieden findet? Ich bin's, Andreas, Bruder Edok. Oh, Andreas. Lieber Junge. Extreme Blässe, Atemnot, geschwollene Finger, Schweiß. Euch geht es nicht gut, Bruder Edok. Ein Detektiv am Werk. Das scheint mir ernst zu sein. Seid ihr krank? Ihr seht nicht gut aus. Das ist gar nichts. Die Flucht war etwas viel für mein Alter. Keuch. Ich spüre schweren Herzens Schmerzen. Ein bisschen wie Poetry Slam. Aber es wird vorübergehen, wenn Gott will. Könnte euch jemand helfen? Florian oder... Ich hoffe doch, dass ihr nicht hier von uns geht. Doc, das wäre kein würdiges Ende für euch. Wenn die Zeit gekommen ist, Andreas, dann ist sie gekommen. Aber wir wollten dir noch irgendwas fragen. Es liegt in den Händen des Herrn. Keuch. Ich muss ruhen. Haltet durch, Bruder Edok. Ich würde euch helfen, aber ich habe leider keine Zeit. Nee, ich glaube, er hat nichts für uns, oder? Nee. Okay. Zurück in die Krypta. Zurück zu... Also jetzt gucken wir, sind die Schwestern vielleicht im Kräutergarten? Hoch in die Kirche. Oder was würdet ihr sagen, was wir als nächstes machen? Ich würde jetzt zur oberen Abtei und hier gucken, ob ich... Oh, der Schrein ist offen. Haben die ihn auch geplündert?
ob ich Schwester Gertrude hieß es, ne? Ob ich die finde. Wir sollten mit wem nochmal reden? Moment, ich gucke in unser Dingens hier. Wo ist das, was wir machen müssen? In dem Tag, wo steht denn das? Unsere Ziele. Hier. Nee. Links am Rand vom Tagebuch, sagt Angerit. Ach so. Das sind alles angefangene Sachen. Ja, dann müssen wir jetzt die gelbe Blume. Ja, aber das wurden noch so Namen genannt, die dann in der Ecke standen. Die würde ich gerne nochmal sehen. Buttergeil. Hier. Florian, Gertrude, Steinauerin und Werner Stolz. Mit denen sollen wir reden. Wegen der Blume. Gucken wir erstmal, ob wir hier Gertrude finden. Gertrude, du bist Sophie, du bist eine Blume, du bist... Ist die Gertrude jetzt die Priorin? Nee, ne? Du bist Lisbeth, du bist Illuminata. Come on! Boah, ich bin so schlecht mit Namen. Aber wahrscheinlich die da hockte gerade, ne? Zdena, Da kann man beichten bei ihr. Machen wir später. Gertrude, bist du's? Mathilda, Margarete und natürlich die letzte, die wir fragen. Ah, die Gertrude, die mag ich. Gott segne euch, Andreas. Zu denen, zitiert an Gerrit mich. Ja, die ist schon eine Augenweide. Geh mal auf Mordfall Otto. Ah, sorry, gucke ich sofort. Ich will eben mit Gertrude reden. Schwester Gertrude, ich benötige Kräuter gegen Schmerz in der Brust von Bruder Eddock. Schwester Gertrude, ich brauche Hilfe mit Eddock im schlimmsten Zustand. Nee, ich will, die soll mir wegen der Blume helfen. Oh, ja, der Enzian. Ja, denk mal nach. Gelben Enzian gibt es höher in den Bergen, aber ich erinnere mich auch an ein paar Pflanzen hier im Wald. Wenn ihr mir welchen bringen könnt, weiß ich eine Brühe. Okay, falls wir Langeweile kriegen, können wir gelben Enzian holen für den sehr alten Mann. Seid bedankt, Schwester Gertrude, ich werde eiligst aufbrechen. Möge... Nein, aber ich... Ich dachte... Ach, scheiße. Das hilft mir doch überhaupt nicht weiter. Oder sagt er mir dann irgendwas Geiles, wenn wir den heilen? Ich bin so gemein, aber... Ah, nice, okay. Gott sei Dank. Oh, Meister Maler, das würde mich freuen. Ihr wisst, für meine Pflanzen finde ich immer Zeit. Wie kann ich euch helfen? Erkennt ihr diese Blume, Bruder Florian? Konnte sie nicht identifizieren und schlug vor, ich könnte mich an euch wenden. So kenne ich dich ja gar nicht, sagt dann Gerrit. Weißt du, so herzlos. Ja, ist ja auch nur ein NPC, der Eddock. Wir müssen ja das Spiel erstmal vorantreiben, wenn man im ersten Akt schon so versagt. Ah, natürlich, Bruder Florian ist eher darin bewandert, meine Tinkturen und Salben zu gebrauchen, statt sie selbst anzumischen. Okay, das an Bruder Florian. Noted. Diese hier nennt man Sumpfdotter. Sie wachsen nah beim Schrein der heiligen Satya im Wald vor dem Kloster. Ihre Blüten sind wunderbar für allerlei Gebrechen und Schmerzen, doch diese sehen schon sehr trocken aus. Tut mir leid, Schwester Gertrude, wir müssen wirklich los. Danke für eure Hilfe. Lass sie doch ausreden, Jesus. Natürlich, natürlich, Gott segne euch, Agnes. Hat die uns gerade Agnes genannt? Hat die uns gerade... Whatever. Chaos pur. Die hat gesagt, Gott segne euch, Agnes, oder? Ach ja. So, der gelbe Enzian ist mir... Nee, warte, was? Egal. Sollen wir jetzt trotzdem... No, die füttert die Eichhornfamilie. Keine Zeit für sowas. Sollen wir jetzt trotzdem noch mit der Steinauerin und mit dem Arzt reden? Ich verstehe nicht so ganz, warum. Am besten gucken wir mal in unser Büchli. Also. Eine bestimmte Heilpflanze, um das Leiden zu behandeln, schlug vor, ich solle Schwester Gertrude um Hilfe. Das Leiden lindern und sie sagt, ich soll nach gelben Enzian suchen und müsste irgendwo im Wald finden. So. Dann die gelbe Blume. Ich sollte mich im Wald umsehen, um herauszufinden, woher die Blume stammt.
diesen Kenntnissen, diese Blume kennen und wissen können, wo sie wachsen. Bruder Florian, Schwester Gertrude, Agnes Steinauerin und Werner Stolz. Okay, dann gehen wir dann trotzdem. Schwester Gertrude kann die Blume, dem Zelt. Also gehen erst zum Schrein, würde ich sagen. Ja, erst zum Schrein. Ich sollte Nico Berger in der Goldenen Hand sprechen. Vielleicht habe er und seine Familie von Gästen aus der Stadt etwas über Ottos Tod gehört. Sein Gasthaus liegt auf der Wiese. Ja, ja, ja. Der Müller, auch wenn Lenhard Müller bei Balthas und Werner war, als Otto getötet wurde, sollte ich trotzdem mit ihm sprechen. Er hat sich auf der Allmende offen gegen Otto gestellt und steht dem Bauern feindselig gegenüber. Ja, kein Bock auf den Schnösel. Als erstes sage ich jetzt Schrein, es sei denn, ihr erhebt Einspruch. Oh, ich habe so Halsweh. Müde. Ja, da haben wir die Katze nicht gestreichelt. Aber wir sind auch nicht wirklich an ihr vorbeigegangen. Von daher ist das okay. So. Sollen wir mal hier weiter in den Wald gehen? Es wird geheimnisvoll. Haltet euch fest. Schrein ist fein, sagt Wuffelbeiß. Es gibt Pluspunkt für Reimen. Meister, ich glaube, da ist eine Öffnung hinter den Bäumen, die tiefer in den Wald führt. Eine Öffnung? So nennt man das, glaube ich, nicht. Vielleicht ist die seltsame Gestalt im Kostüm dorthin gelaufen, als Otto ermordet wurde. Vielleicht, Kaspar. Wir sollten nachsehen, wohin das führt. Allerdings könnte es eine Weile dauern. Also los. Hm. Wir kommen wieder, wenn wir mehr Zeit haben. Ah, Entscheidungen. Ich kann doch keine Entscheidungen fällen. Ich würde reingehen. Was meint ihr? Ich glaube, das Spiel bleibt auch einfach unbefriedigend. Man wird nie alle Dinge machen können in der Zeit, die man hat. Ich verstehe nicht so ganz, was uns das sagen soll, aber wir finden wahrscheinlich das Kostüm. Rinder, sagt Wuffelbeiß und ich höre auf ihn. Hier waren wir noch nie. Graffiti! Was sind das für Gebäude? Was ist das für ein Ort? Es ist eine Art römische Ruine, wie das Aquädukt auf der Wiese. Was will er da jetzt heimlich machen? Seht, Meister Andreas, die Blumen. Ach, die wachsen hier. Ah, endlich. Vielleicht finden wir ja doch noch etwas Nützliches. Ich hatte das nicht von vornherein nicht geglaubt, was Nützliches zu finden. Ist trotzdem da reingegangen, das ist aber dumm. Sehen wir uns um. Tut das. Hier stehen so Sprüche auf der Mauer erstmal. Ich hatte nicht erwartet, in einem Aquädukt Latein zu sehen. Wieso? Bin ich erst zu doof, um das zu verstehen. Hier wachsen viele von diesen Blumen. Tu dir nicht weh. Tassie Nymphe, Julia Metella die Dritte. Metella Dritte. Denarius Dedit LM. Das ist eine Zahl, ne? War L 500? Ist das dann... Nee. Das würde keinen Sinn machen. Was war denn L nochmal? Oder 50? Nee, also irgendwas 1000 minus L. Tassie, Nymphe, Julia, Matt. Noch eine Inschrift. Und noch gut erhalten. Wie, das kriegen wir jetzt nicht übersetzt? Oh nein, und ich habe kein Foto gemacht. Shit. Das Latein wurde recht schlampig in den Stein gemeißelt. Das ist seltsam. Wisst ihr, wer immer Latein redet? Hier, Till. Till, die alte Labertasche, der uns bei der Johannisnacht da am Feuer ein Ohr abgekaut hat. Mein neuer Verdächtiger. 50, mein Buschel weiß auch. Also waren es 950. Ist es das, wonach es aussieht, Meister Andreas? Ja, das ist ein Kostüm, Kaspar. Ja, das Kostüm, das der Mörder getragen hat, als er an uns vorbeirannte. Woher wissen wir, dass er der Mörder ist, nur weil er rannte? Finde ich weird. Es wäre ja auch zu schön gewesen, das im Haus des Mörders zu finden. Jetzt riecht er da dran. Jetzt fasst er da rein. Nun, vielleicht finden wir darin einen Hinweis. Aha, noch eine Blume. What? Oh, ich dachte, wir sterben. Als Florian Baron Rotvogels Mantel untersuchte, fanden wir... Achso, sorry, das hätte ich lesen sollen, bevor er abgestürzt ist. Aber das Spiel hat mir auch keine Zeit gelassen. Ich hab euch, Meister Andreas. Oh Gott, jetzt müssen wir von einem 14-Jährigen gerettet werden, ob das gut geht.
Kaspar, hol Hilfe! Ich werde euch nicht fallen lassen. Es geht nicht allzu weit runter. Hol einfach jemanden mit einem Seil. Ich kann euch nicht im Stich lassen, Meister. Ihr seid doch wie mein Vater für mich geworden. Kaspar, hol Hilfe! Du lässt mich nicht im Stich, wenn du mir ein Seil holst, Dufus. Lang und resigniert seufzen. Machen wir das. Das mag die. Oh nein, es war so... Oh Gott. Dieser Junge. Nein, wir werden doch ganz nass. Wir erkälten uns. Okay. Na, jetzt sind wir ganz nass, aber ich glaube nicht, dass ich mich verletzt habe. Interessiert mich nicht, Kaspar. Du sollst mir ein Seil holen. Der macht doch sonst, was ich sage. War wohl doch kein so tiefer Sturz. Wichtig ist nur, dass du nicht verletzt bist. Sehen wir mal nach, wie wir hier rauskommen. Ja, das sagte ich bereits. Deshalb solltest du ein Seil holen. So ein bisschen sauer können wir schon sein, ne? Oh, richtig. Es tut mir leid, Meister Maler. Es bleibt eine Erinnerung. Nächstes Mal mitdenken, Kaspar. Schon gut, wir finden einen Weg hier raus. Für Entschuldigung ist es zu spät. Wenn ich das nächste Mal sage, was du tun hast, dann wird er... Wir machen das. Natürlich, Meister. Entschuldigung. Ich wünschte, wir hätten hier unten ein Seil. Nein, etwas mehr Licht. Ich kann absolut nichts sehen. Und du? Ich will mich umsehen. Jetzt verbringen wir den Tag, an dem wir den Mord aufklären sollten, einfach hier unten in diesem Loch. Geil. Vielleicht finden wir einen Weg hier raus. Ja, hoffentlich. Der holt jetzt erstmal sein Pausenbrot raus. Schön ein Fruchtzwerg dabei oder so. Was macht er denn jetzt? Crafty. Ja. Jetzt holt er sein Feuerzeug. Oh, das dauert aber auch alles. Boah. Effizient, die Fackel. Okay. Funktioniert es? Das ist eine rhetorische Frage, Kaspar, oder? Antworte ich nicht drauf. Ich bin immer noch ein bisschen sauer. So, Kaspar, lass mich einfach jetzt mal in Ruhe hier gucken. Lass mal Papa machen jetzt. Oh, Junge. Können wir noch ein bisschen mit ihm schimpfen? Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Ja, komm. Wir waren jetzt lang genug fies zu ihm. Er tut mir auch ein bisschen leid. Kleine Bub. Mir ist nur wieder eingefallen, wie gut die Pinsellappen brennen. Warum trägst du Feuersteine und Stahl mit dir herum? Das ist immer eine gute Frage. Naja, man weiß ja nie, wenn man ein Feuer braucht, weil man in ein Loch fällt, anstatt ein Seil zu holen. Kondom aus der Kanalisation gezogen, schön. Dieses Drama. Ja, ist wirklich dramatisch. Also ich hatte dem Spiel gar nicht zugetraut, dass solche Sachen sich hier abspielen. Man weiß ja, ja, natürlich. So. Was ist das für ein Ort? Einer, an dem du jetzt nicht sein müsstest, weil du hättest ja auch einfach ein Seil holen können. Eine Zisterne. Die sammelt wohl Wasser aus der Quelle und speist es ins Aquädukt. Das Aquädukt auf der Wiese? Nee. Das ist in einer anderen Stadt. Da müssen wir ihm nur folgen. Vielleicht. Wenigstens habe ich nicht meine Schlafsachen an. Und ich habe meinen wärmenden Pelz bei mir. Unteres Aquädukt. Hier geht's nicht weiter. Es liegt nur Schutt herum. Muss ein bisschen gute Stimmung machen, wenn man schon mal in so einer misslichen Lage ist. Der Tunnel scheint hier eingefallen zu sein, Meister. Ach, Kaspar, kann der aufhören, mir offensichtliche Dinge zu benennen? Unsere Ausrichtung nach muss der zur Stadtkirche führen. Ist die Kirche so alt? So alt wie die römische Siedlung? Nein, aber vieles in Tassing und Kirsa wurde aus dem errichtet, was davor kam. Oder auf dem errichtet, was davor kam. Das scheint ein Spalt zu sein. Soll ich mich hindurchzwängen? Wenn du da ein Seil holst? Definitiv dich, das zu... Ja, lassen wir mal, oder? Lassen wir ihn mal durchzwängen. Vielleicht geht er dabei drauf. Natürlich, Meister, ich bin gleich wieder da. Haben wir wohl kein Licht mehr, ne? Ist vielleicht auch doof. Ah, er lässt das Licht hier. Ja dann, tschüss! Ach, der braucht immer für alles so lange. Da ist er wieder. Unversehrt. Du warst länger weg, als ich erwartet hatte. Ist alles in Ordnung, Kaspar? Ich denke schon. Jetzt könnt ihr mal Dinge erzählen, aber es macht immer nur mit Dingen, die offensichtlich sind, die ich eh schon weiß.
Was hast du gesehen? Ich weiß nicht, es war sehr dunkel und irgendwie seltsam. Wow, danke, das hilft. Es ist kein Weg nach draußen. Also gut, dann müssen wir eben weitersuchen. Was meinst du, es war irgendwie seltsam? So, als sollte ich nicht da sein und es roch merkwürdig irgendwie alt. Ih, der war bestimmt in so einer Grabkammer oder so. Dann ist es gut, dass du wieder hier bist. Nun, das hier ist alles sehr alt, Kaspar. Komm, wir klugscheißen ein bisschen. Natürlich, Meister Andreas. So, weiter geht's. Was haben wir denn auf der anderen Seite? Hier geht's bergauf, das ist schon mal vielversprechend. Hier können wir wieder den Jungen reinschicken. Oh. Muss der wieder durch irgendeinen Spalt gehen? Was glaubt ihr, wohin das führt? Nun ja, es führt nach oben, also vielleicht auch nach draußen. Ich glaube nicht, dass ich mich durch diesen Spalt zwängen kann, dann lass es. Wir müssen etwas finden, um die Steine zu bewegen. Etwas mit Hebelwirkung. Oh, ja, richtig point-and-click-mäßig jetzt. Moment, jetzt nimmt er einfach ihn so als Hebel. Ich fände es so lustig. Oder so einen sehr steifen Affen, wie bei Monkey Island. Was? Wie unsympathisch wir da gucken. Schon gut, finden wir einen Weg hier raus. Durch all diesen Schutt kommen wir nicht raus. Ich brauche etwas mit Hebelwirkung für die Steine. Jep. Dann lass uns mal was mit Hebelwirkung suchen. Ich finde lustig, dass der Junge schon so allwissend vorher meinte, das könnte länger dauern. Ach krass! Sollen wir rüberspringen? Ja, komm. So alt sind wir noch nicht. Die Sonne, wie krass sie denn... Oh, und er fällt jetzt runter. Mit dem Feuerspringen auch. Nice. Aber können wir nicht einfach da runterklettern jetzt? Obere Advent. Sorry, müde. Oh Gott, das ist so viel. Wir haben bestimmt gleich das geheime Lager von dem Mörder, hoffe ich. Wer wohnt denn da oben? Hallo? Da ist irgendwie so ein Waschzuber. Das ist ein großes Gitter, vielleicht kommen wir da raus. Das ist zu hoch, keiner von uns kommt da ran. Ja, dann heb ihn halt hoch. Mein Gott, schon mal was von Räuberleiter gehört? Stell dich auf meine Schultern und sieh nach, ob du es öffnen kannst. Aber tritt nicht auf meinen Pelz, junger Mann! Oh, die erste Berührung zwischen den beiden. Die Vater-Sohn-Bindung wird gestärkt. Räuberleiter war noch nicht erfunden. Ach so, stimmt. Sorry. Ein Gerät. In welchem Jahr war das nochmal? Sieht aus wie eine Küche. Oh, ist das die Küche von der Abtei? Die Küche der Abtei? Oh, es riecht nach lecker Brötchen. Was ist noch da oben? Ich glaube nicht. Aber sie ist groß. Was? Aber natürlich, wir müssen unter dem Kloster sein. Siehst du eine der Nonnen? Kannst du hier unter den Rock schauen, Kaspar? Machst ein Foto? Upskirting ist illegal, Leute. Nein. Hallo. Nichts. Wo können sie sein? Die sind doch alle in der Bib, das wissen wir doch. Ich bezweifle, dass die Schwestern den ganzen Tag in der Küche herumlungern bei dem schönen Wetter. Kannst du das Gitter anheben? Viel zu schwach. Oh, wir können das Ding da nehmen. Für Hebelwirkung. Über mir ist irgendwas Schweres. Ich kann es nur ein Stück anheben und mich auch nicht durchquetschen. Ach, Kaspar. Gib direkt auf. Vielleicht komme ich an etwas heran. Ja, komm, jetzt nimm hier diesen, was auch immer das ist. Hier, das ist doch das Ding hier von The Staircase. Wie heißt das denn nochmal? Schürhaken, so. Ich habe einen Schürhaken. The Blowpipe, so. Hier ist das. Perfekt, damit können wir die Steine bewegen und kommen hier raus. Blowpoke, sorry, an Gerrit. Der könnte noch nützlich sein, behalte ihn erst. Ach, bin ich doof! Oh, ich wollte das obere drücken. Ich bin ein bisschen durch, Leute. Es war ein langer Tag. Ich habe heute noch gar nicht gemeckert, ne, dass ich müde bin und so und erschöpft und krank. Aber ich dachte, das ist selbstredend. So, dann gehen wir jetzt in die andere Richtung, oder? Ich bin ja schon auch neugierig, wie es weitergeht. Ich weiß, wir müssen in die andere Richtung, aber ich will einmal gucken, wo das noch hinführt.
Dann gehen wir zurück, springen wieder darüber. Oh Gott, das hört ja nicht auf. Wie geil, das kommt einfach unter alle Wohnungen drunter. Oh. Ist das eine Tür? Scheint so, aber eine seltsame. Wohin führt sie? Ich versuche, sie aufzudrücken. Ich weiß nicht, aber sie muss viel neuer sein als der Rest des Aquädukts. Der Höhen unserer zurückgelegten Strecke nach zu urteilen, muss sie die Krypta unter der Abtei führen. Ja, also können wir hier raus? Nee, lasst mal, mach mal lieber hier die Hebelwirkungsgeschichte. Was ist das für ein Geräusch, Meister? Schnarchen? Schläft da jemand auf der anderen Seite der Tür? Ja, Kaspar. Nee, es schnarcht zumindest jemand. Wenn die Person von einem Gedrängel nicht aufwacht, ist sie entweder sturzbrung oder ohnmächtig. Was sollen wir tun, Meister? Nun, wir haben bereits den Schürhaken aus der Klosterküche. Probieren wir es in den Steinen. Ja. Ja, aber dann macht halt auch nicht, liebe Game Designer, dass der Weg immer weitergeht. Aber jetzt ist er ja vorbei. So, jetzt aber schnell. Nimm die Beine in die Hand, Kaspar. Der Kaspar muss alles tragen. Läuft immer so einen Meter hinter uns und muss unsere ganzen Shopping-Bags tragen. Das Licht, den Schürhaken. Ich glaube, die haben einfach an den Grafiker die Aufgabe gegeben, so einen Tunnel zu malen. Und der hat den aus Versehen, hat das falsch verstanden, zu viel Tunnel gemalt. Dann mussten die jetzt noch alles einbauen, damit es sich gelohnt hat. Ein bisschen mehr Licht, Kaspar, aber hallo. Ah, hier lernt der Kaspar mal eine Lektion fürs Leben. So, jetzt wird wieder gesprungen. Meint ihr, auf dem Rückweg passiert was? Oh, vielleicht sollten wir den Schürhaken nehmen. Weil wenn Kaspar jetzt da runterfällt, haben wir den nicht mehr. Und Kaspar ist ja ein Doofus. Das haben wir jetzt gemerkt. Ah, okay. Mit den Händen voll springen ist auch nicht ungefährlich. Ich hätte ja... Ja, egal. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es rübergeworfen an seiner Stelle und dann wäre ich erst gesprungen. Ist das schon der richtige Ort? Ich weiß nicht mehr. War das hier? Ja. Dann zeig mal, was du kannst, Kaspar. Willst du hebeln oder will ich? Versuche, die Steine mit dem Schürhaken aus der Küche aus dem Weg zu räumen. Gut, dass er immer noch sagt, mit dem Schürhaken aus der Küche, falls Kaspar noch andere Schuhe haken. Haken? Plural Haken, ne, dabei hat. Es macht das selber. Warte, ich höre immer noch etwas. Hä, warum soll das denn noch aufhören? Du solltest tagsüber nicht herkommen. Das ist Lenhard, der Müller, mit dem wir eh noch reden wollten, der was gegen Otto und die Bauern hatte. Und das andere ist nicht seine Frau auf jeden Fall, weil mit der haben wir schon mal geflirtet. Vielleicht ist das die Frau von der Kneipenfamilie, aber ich bin nicht sicher. Es ging nicht anders. Die Bauern sind auf Blut aus. Und? Stell dich nicht dumm. Wir wollen beide, dass Otto verschwindet. Wir wollten beide. Und nun ist er es. Ich habe ihn nicht getötet. Warst du es? Warum fragst du mich sowas? Da reißt sie die Augen auf. Sorry, ich habe nichts gegen Hannah. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Wegen der Nachricht, du dumme Kuh. Wegen der Nachricht, die dich so in Hysterie versetzt hat. Okay, Lenhard. Cool down. Weil du dich wie eine Frau verhältst, die einen Mord begangen hat und Angst hat, erwischt zu werden. Wie kannst du nur? Sei still! Es ist egal. Es ist mir egal, ob du es getan hast oder nicht. Er ist tot. Die dämlichen Bauern können mit ihren Mistgabeln auf dem Boden trommeln, so sehr sie wollen. Es wird nichts passieren. Was ist mit dem Künstler Andreas? Er könnte zum Problem werden. Hast du irgendwie sein Misstrauen erregt? Ich denke nicht. Doch, jetzt schon, Hannah, jetzt schon. Gut, dann warte einfach. Für Peter und den Rest seiner wertlosen Bagage läuft irgendwann die Zeit ab. Der Abt bleibt an der Macht und es werden weiterhin Pilger zum Schrein kommen und in deinem Gasthaus übernachten. So, das ist nämlich die Tante vom Gasthaus. Ja, gut, das beruhigt mich etwas, danke. Still jetzt! Geh nach Hause und komm nicht nochmal her, wenn du nicht gerade geil bist. Bitte was? Okay, also die haben wohl eine Affäre. Und auch sind auch sonst voller Liebe füreinander. Wenn du Trost suchst, rede mit deinem fetten Ehemann. Komm nicht mit deiner Hysterie. Ich, natürlich. Es tut mir leid.
Gut, dass es eingesehen hat. Da kommen wir mit unserem lustigen Pelz. Sieht aus, als hätten wir so einen falschen Bart oben, der runtergerutscht ist. Ja, das ist ja... Was haben wir denn da belauscht? Komm, Junge. Erstmal das Röckchen abklopfen. Aber das hat sich jetzt... Also, das mit der Blume hat sich nicht so richtig gelohnt, aber das Lauschen natürlich. Ich bin froh, dass wir endlich da raus sind, Meister. Was für ein seltsames Abenteuer. Denkt ihr, Fräulein Hanna könnte Otto getötet haben? Ich denke, Fräulein Hanna könnte Lenhardt haben. Sie gibt nur vor, sich um die Sicherheit der Stadt zu sorgen. Dabei geht es ihr nur darum, dass der Schrein geöffnet bleibt. Aber warum? Warum sollte sie aber Otto töten wollen? Wenn die Bauern den abstürzen, könnten sie den Schrein plündern oder gar zerstören. Warum ist ihr der Schrein so wichtig? Ach so, weil das ein Pilgerort ist und sie dadurch Kundschaft in ihre Kneipe bekommt wahrscheinlich. Ohne die Hand von St. Moritz haben die Pilger keinen wirklichen Grund, nach Kirsau zu reisen. Dann würde kaum jemand die goldene Hand aussuchen. So, er hat's verstanden. Genau, jetzt wissen wir, dass Hanna ein Motiv hat. Vielleicht würde sie töten, um das Gasthaus ihrer Familie zu beschützen. Wir müssten mit Nico und Kilian reden. Was sind das für zwei schwer erziehbare Jungs? Und herausfinden, wie ernst es ihr war. Sind das ihre Söhne? Nico und Kilian. Mal gucken. Aber zuerst gehen wir zurück zum Gästehaus und räumen auf. Really? Das ist es, was man jetzt machen muss? Die Menschen werden misstrauisch, wenn wir so durch die Stadt laufen. Ich glaube, der meint damit, sie müssen sich sauber machen. Das ist schlecht übersetzt. Und Gerrit sagt, er dachte im ersten Moment, die Rübe wäre Nico. Das ist jetzt, um das lustig zu finden, muss man kurz zurückspulen. Vor einer halben Minute, als wir auf diesen Hinweis Kilian gedrückt haben und dann sah man so eine Rübe mit Gesicht, unter anderem in der Buchbeschreibung. Gute Idee, Meister. Ich glaube, mit Aufräumen meinte sich sauber machen. Die Vespa. Krass, ist ja schon abends. Scheiße, Mann. Was wollten wir jetzt hier? Ich gehe jetzt nicht schlafen. Ich gehe jetzt wieder raus, oder? Was wollen wir denn hier? So, was haben wir denn jetzt vor? Wir schauen jetzt nochmal in unser Buch. Die Glocken läuten, das macht mich kirre. Kaspar und ich haben ein Gespräch zwischen... Sie sagt, sie sei froh. Es wurde auch klar, dass sie eine Affäre mit dem Müller hat. So, was würdet ihr mir jetzt als nächstes empfehlen? Die Besitzerin? Aber wieso heißt das die Besitzerin? Besitzerin der Goldenen Hand oder warum? Komischer Titel. Ja, wollen wir denn jetzt noch wegen der Blume weiter an Forschung nachstellen? Nee, ne? Ich weiß nicht so recht. Gehen wir jetzt zu ihr vielleicht? Oh, ich bin so lost. Ich würde auch gerne mit Martin noch reden. Haut mal bitte raus, was ihr jetzt für besonders sinnvoll haltet, weil wir haben, glaube ich, wieder nicht mehr viel Zeit. Es ist schon bald Abend. Wir gehen jetzt nicht nochmal zum Schrein, oder? Wir könnten natürlich so eine Katze streicheln, während wir überlegen. Das hilft immer. Also ich würde das einmal, weil wir eh in der Nähe sind, zur goldenen Hand. Und dann trotzdem noch zu Lenhardt. Zur Hand schlägt an Gerrit auch vor. Was ist ein Abenteuer heute hier. Wir haben schon 8:45. Ey. Ich muss ins Bettchen, aber es ist so spannend. Und wir könnten auch noch hier den Ädor keilen. Wäre ja schon ganz nett. Tag. Moment, ist das eigentlich die gleiche Blume, die, von der wir rausfinden wollten, also die der Mörder bei sich hatte und die der Eddock braucht? Nee, ne? Da oben hüpft Rumpelstilzchen rum. Ah, nee. Okay. Das ist Kilian. Das ist ihr fetter Ehemann, wie sie ihn, nee, wie der Müller sie ihn genannt hat. Gott segne euch. Danke, Joshua. Und dass du noch so nett zu uns bist, ist schön. Ich dachte, alle hassen uns jetzt. Sollen wir ihm einfach mal kurz stecken, dass seine Frau eine Affäre hat? Es ist nicht unsere Aufgabe, aber... Hallo Kilian, hast du kurz Zeit? Sicher, was braucht ihr? Stimmt etwas nicht? Nein, nein, ich wollte nur eine Spezi bestellen oder kleine Pommes.
Ich wollte wissen, ob dir in letzter Zeit etwas Seltsames an deiner Mutter aufgefallen ist. Wie weird sind wir denn? Oh Gott. Etwas Seltsames? Bittet sie dich oft, alleine das Gasthaus zu hüten? Oh, also manchmal vielleicht. Papa und ich machen hier abends mehr, wenn sie müde wird, aber in letzter Zeit ist sie während der Sext aufgebrochen. Sie sagt, sie bringt den Leuten am Rathaus Essen. Gut, dass er einfach redet wie ein 5-Jähriger, aber er ist ein bisschen größer sogar als unser 14-jähriger Genosse hier. Ich schaue dann im Gasthaus nach dem Rechten, bis sie wieder zurückkommt. Der Stimmbruch setzt ein. Es gab noch ein anderes Mal. Jetzt kommt er in Laberlaune. Ja? Mama ging eines Abends plötzlich weg. Und als ich die Theke sauber gemacht habe, habe ich diese Nachricht gefunden. Er wird die Abtei zerstören. Die Hölle wird die Hand von St. Moritz verschlucken. Das Rathaus nach dem Johannesfeuer. Okay. Okay. Also sie hat diese Nachricht bekommen oder ihr Mann. Er wird die Abtei zerstören. Die Hölle wird die Hand von Moritz verschlucken. Das Rathaus nach dem Johannesfeuer. Also irgendwer wollte sie im Rathaus treffen. Noch eine Nachricht. Ich habe schon einige wie diese gesehen. Gut, dass er das bisher niemandem erzählt hat, der Junge. Es war ein Mordkomplott, sagt Limulitz. Ja, ich glaube auch, das war ja meine Theorie im ersten Akt, dass das nicht eine Person war, sondern mehrere. Oh, aber was bedeutet das? Ach, der kann nicht lesen, deshalb findet er es nicht so spannend wie wir. Johannesfeuer, ich frage mich, ob damit das Freudenfeuer gemeint ist. Wow, Andreas. Diese Nachricht wird in derselben Handschrift verfasst wie die vor 7 Jahren. Ist in derselben Handschrift, Entschuldigung. Ich glaube, die Nachricht war an deine Mutter gerichtet. Ich weiß nicht, ob wir das dem Jungen jetzt erzählen müssen. Ja, das wissen wir ja. Aber vielleicht, wenn wir das zu dem Jungen sagen, kann er sagen, oh ja, dann ist sie bestimmt von XY. Hey, mach mal das. Sie kann nicht von einem Gast hier gelassen worden sein. Die Nachricht könnte also für deine Eltern sein, aber warum? Ich weiß nicht. Ich möchte nicht, dass jemand die Abtei zerstört, auch wenn der Abt unbarmherzig mit den Bauern ist. Das werde ich verhindern, Kilian, keine Sorge. Ich weiß nicht, leere Versprechungen will ich jetzt nicht machen. Ulrich kann Peter fürs Erste noch beruhigen. Wer ist Ulrich? Ich hoffe, die Nachricht ist hilfreich, Meister Maler. Ja, danke, mein Junge. Hier hast du einen Groschen. Hol dir eine bunte Tüte. Aber sagt es nicht meinen Eltern, in Ordnung? Nein. No. Könnt den Jungen jetzt erpressen. In Ordnung, Kilian, ich werde schweigen. Diese Nachricht könnte mehr bedeuten, als du glaubst, Kilian. Danke, Meister Maler. Ich sollte zurück an die Arbeit. Bis später, Meister Maler. Bestand, Kilian. Komm, red noch mit seinem Bruder, oder? Das sollten wir doch. Ach, sie. Gut, ja, das ist alles mitgehört von da oben. Ich will unbedingt noch mit diesem kleinen Taugenichts reden. Oh nein, pass auf! Hier ist keine Brüstung mehr. Okay, der redet nicht mit uns. Oder ist das gar nicht Nico? Vielleicht ist er da unten auch Nico. Dann reden wir mal mit Hannah, oder? Sollen wir sie stellen? Ah, Meister Maler, gut, dass ich euch sehe. Möchtet ihr und Kasper mit uns zu Abend essen? Wir leisten euch gerne Gesellschaft, Hannah. Danke, vielleicht ein andermal. Und essen wir mit ihr? Ich habe gehört, die hat Hysterie. Nicht, dass es ansteckend ist. Ich möchte das nicht entscheiden. Ich habe Angst, nach dem Abendessen ist wahrscheinlich der Tag gelaufen. Was wollten wir denn, was könnten wir denn sonst noch machen? Wir könnten noch den Adok heilen, aber das hilft uns halt wahrscheinlich bei dem Mord nicht. Vielleicht ist Adok auch der Mörder und will sie jetzt noch schnell verabschieden. Ja, ich glaube, die Essen trennen immer die Tageszeit. Ja, genau, aber essen wir jetzt? Erstmal noch mit anderen reden. Ja, wenn wir jetzt gehen, ist der Zug, glaube ich, abgefahren. Also entweder essen wir mit denen oder nicht. Wir können nicht sagen, ja, aber wir gehen noch mal kurz eine Runde weg.
Ich glaube schon. Sonst gäbe es ja sowas wie, ja, ich komme gleich wieder oder ich melde mich gleich nochmal. Aber das ist ja... Ach, oder ist das gar nicht... Also vielleicht passiert das auch gar nicht jetzt. Vielleicht sagt sie nur, sie lädt uns ein und wir kommen dann wieder. Das kann natürlich auch sein. Oder? Also dass wir, im Prinzip ist das eine Einladung, wir können sagen ja und dann gehen wir nochmal weg. An Gerrit ist für ein andermal. Was sagt denn der Rest? Ich will es jetzt nicht wieder verkacken, wie in Akt 1. Die war es nicht, meint Limulitz. Ja, vermutlich nicht. Okay, sagen wir vielleicht ein andermal. Ja, vielleicht können wir auch sogar noch mit ihr essen, wenn wir wollen. Okay. Ist das hier Nico? Wer ist denn Nico? Ach, das ist ihr Mann. Hey, Nico. Meister Maler, wenn es nicht zu vermessen ist, würde ich euch gern zu einem gemeinsamen Mahl mit meiner Familie einladen. Sind wir dem gerade entkommen, dieser Entscheidung? Nico. Natürlich, später vielleicht. Eigentlich möchte ich mit euch über eure Frau sprechen, die nur 3 Meter, nee, 1,5 Meter entfernt da die Pötte poliert. Machen wir später vielleicht oder eigentlich möchte ich mit euch über eure Frau sprechen. Ja, aber bringt das was, ihm das jetzt zu sagen? Vielleicht war er es ja auch. Ah nun, bis dann. Nein! Nein! Ha, so. Noch ein Mord, los! Hanna, was ist mit ihr? Wisst ihr, was sie drüben an den römischen Ruinen treibt? Wisst ihr, dass sie den Müller vögelt? Geil. Oh nein, eins von beiden müssen wir jetzt sagen. Ja, das ist ein bisschen zu hart. Oh nein, da gibt's noch ein... Oh nein, was haben wir getan? Wie kommen wir da raus? Können wir zurückspulen? Ja, nehmen wir das harmlosere. Ich meine, bei den Ruinen kann man ja auch einfach nur Strichmännchen auf den Stein malen, so wie das die Kinder machen. Ach, fuck. Ja gut, wenn der Müller stirbt, who cares? Ich. Ja, ja. Der weiß das schon. Oh nein. Es tut mir leid, das muss ja schwer für euch sein. Und das ist in Ordnung für euch? Erbärmlich. Wir sind hier verständnisvoll. Ach nein, wie unangenehm. Sehr, aber ich liebe sie und ich muss an Kilian denken. Ja, bleibt zusammen for the kids, das ist immer eine gute Idee. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich verstehe sie nicht wirklich. Frauen sind geheimnisvoll. Es kommen ein paar Stammtischparolen. Frauen sind geheimnisvoll und sie werden es auch immer sein. Ich verstehe meine Frau auch oft nicht. Die sagt immer, ich soll nach Hause kommen und ich weiß nicht, was sie will. Ja, aber welche... Das ist wenigstens nicht so allgemeingültig, machen wir das. Was soll ich nur tun? Akzeptiert, dass eure Ehe elend sein wird. Ich weiß nur, dass ich etwas ändern muss. Eine unglückliche Ehe ist eine grausame Art zu leben. Wenn ihr darüber nachdenkt, könnt ihr im Gegenzug auch Affären haben. Eine angebrachte Vergeltung, würde ich sagen. Ihr könnt doch einfach eine offene Beziehung haben. Das wäre vielleicht die beste Lösung. Meiner Erfahrung nach könntet ihr einfach eigene Affären haben. Genießt das Leben, wie es tut, wie sie es tut. So, was ist jetzt unser sehr wertvoller Tipp an diesen armen Mann? Ah, machen wir das. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Tretet ihr entgegen und gestaltet euren eigenen Weg zum Glück. What? Ach komm, das war jetzt ein bisschen dick aufgetragen, Andreas. Ich weiß nicht wie. Och nein, der Arme. Lassen wir den Mord Mord sein und helfen den beiden. Machen ein bisschen Eheberatung. Ein bisschen Paartherapie. Bevor ihr eure Ehesorgen lösen könnt, gibt es noch ein größeres Problem. Du, Nico, bist nämlich der Mörder. Sie ist froh, dass Otto... Das sagt er jetzt einfach. Oh nein, jetzt kommt hier so ein... Jetzt kommt hier was, was ich nicht kann. Sie ist froh, dass Otto tot ist. Wusstet ihr das? Hä, hätte ich was anderes machen können? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Hä, ich hatte ja gar keine Wahl.
Sowas gab es schon mal im ersten Akt und das habe ich auch verkackt. Ich denke, das tut ihr sehr wohl. Wirklich? Sie hat nie... Nee, das war eine Sammlung aus dem Vorher. Okay. Ich denke, das tut ihr sehr wohl. Wirklich? Sie hat nie zu euch über Otto gesprochen? Welches von beiden nehmen wir? Hilfe! Erstmal was trinken. Der Arme ist wieder hier. Wann lernt der denn eigentlich mal das, was er eigentlich lernen soll, nämlich malen? Das fasst quasi eine Entscheidung von vorher zusammen und je nachdem kannst du da gewinnen oder nicht. Aber ich kann in diesem Spiel irgendwie nie gewinnen. Das ist irgendwie zu passive-aggressive, finde ich. Nein, nie. Das hat sie nie getan. Nun lasst mich bitte in Frieden. Wie ihr wünscht. Bis später. Bis dann. Wer ist er? Ach, er wieder. Wer ist er eigentlich nochmal? Aber der hat sich ja nicht vom Fleck bewegt seit gestern, also kann er es nicht gewesen sein. Aber wer war er nochmal? Hallo Andreas. Hallo Samuel. What up? Okay, der macht auch nicht mehr als Hallo sagen. So. What's next? Das Kind. Ich habe Angst, dass es da runterfällt. Ich möchte das nicht miterleben. Ist das dieses gelbe Zeug, was wir suchen? Nee, wir brauchen nicht das Fingerkraut. Wir brauchen... Warte, ich guck nochmal hier rein. Also, für den sterbenden Adok oder den leidenden Adok. Irgendwo im Wald gibt es den gelben Enzian. Den könnten wir suchen. So, und hier ist noch wichtig. Beim Essen hat Vater genug. Ne? So. Du kannst. Hä? Sollen wir diese anderen Leute noch interviewen? Was meint ihr? Also haben wir noch nicht mit Agnes Steinauerin und mit Werner Stolz gesprochen. Wir haben auch noch nicht mit dem Müller gesprochen. Ach Gott, das ist viel zu viel zu tun. Sollen wir das Kraut eben pflücken oder ist das doof? Ich kann den armen Adok jetzt auch nicht sterben lassen. Was ist das hier? Ne, es ist Thymian. Schmeckt gut, aber hilft nicht. Ja, so viele Sachen gibt es ja hier nicht. Das ist Holz. Zum Schreien gehe ich nicht nochmal. Da falle ich nur wieder irgendwo rein. Hier, das vielleicht. Nice. Oh, eine Ente. Eine Ente mit Kiefersperre. Das hatte ich auch schon mal. So als Teenie hatte ich das voll oft. Voll nervig. Eine gelbe Pflanze mit elliptischen Blättern. Das könnte sie sein. Pflücken, pflücken. Den Enzian zu Gertrude bringen. Yes. Sollen wir das als erstes machen oder gehen wir als erstes zu dem Arzt und der Steinauerin, die eh nicht mit uns redet? Oh, mit dem Arzt haben wir uns das auch verscherzt, ne? Bei der Johannisnacht. Ist das ein großer Fehler, wenn wir jetzt erst den Opa retten? Vielleicht sagt er uns ja irgendwas Wichtiges und vielleicht wären wir dafür belohnt. Okay, selbst der Herzlose an Gerrit. Nein. Sagt, wir sollen zu Adok gehen. Da müssen wir in die Sakristei wieder, ne? Sakristei. Oh, kaputt. Schade. Naja. Wir haben ja genug Vasen hier. Kirche hat generell genug. Gehen wir in die Krypta. Und dann hier lang. Und hier lang. Adok, we come to save you. Heldenhaft von uns. Ich bin so stolz auf uns. Gott segne euch, Andreas. Gott segne euch. Wie, das war's? Ach so, wir sollen das... Oh Gott, ich bin so doof. Wir sollen ja gar nicht zu Adok, sondern es ja der Schwester Gertrude bringen. Ach, Cordy. Dumm.
kostbare Zeit vergeudet. Gertrude! Der Convent Garden. Gertrude! Wo bist du? What the hell? Natürlich ist sie jetzt nicht da. Hallo. So viel Zeit muss sein. Hallo Mausfänger. Ja, wo ist denn deine Mama? Ja. Nochmal. Na, macht's euch schon wahnsinnig? Ich kann jetzt von meinen Prinzipien nicht plötzlich ablassen und die Tiere nur noch einmal oder gar nicht streicheln. So, Gertrude, wo bist du? Bist du hier? Na, Zedena wieder hinter der Schattenwand. Och man, das können die doch jetzt nicht machen. Immer wenn man zu irgendeiner Person will, das war das genau das gleiche mit Adok letzte Woche. Da wollten wir mit ihm reden und dann war er plötzlich nicht mehr da, wo er vorher stundenlang sich aufgehalten hat. Scheiße, Mann. Wo ist die denn? Gertrude! Steht das vielleicht im Tagebuch? Nee, glaube ich nicht. Aber ich würde vielleicht... Nee. Aber vielleicht ist sie in dem großen Garten? Also bei den Tieren und so? Trudy! Oder im Kreuzgang. Spital. Vielleicht ist die im Spital, weil da die Arzneien gebastelt werden. Nee. Gibt's da? Ah, Agnes Steinerin und Schwester Gertrude haben die zusammen hergestellt, die Arzneien. Who cares? Ich will jetzt wissen, wo Schwester Gertrude ist. Da war man lange nicht mehr. Nee, im Kapitel sah macht keinen Sinn. Wo versetzt euch mal bitte in Schwester Gertrude rein? Wo würdet ihr euch an ihrer Stelle aufhalten? Vielleicht. Der macht immer so geile Geräusche. Und das ist auch irgendwie offensichtlich in einem Innenraum aufgenommen worden. Und nicht im großen Garten, wie Mirabilis stöhnt. Oder Mirabilis? Miraculix? So, weiter geht's. Ja, komm. Vielleicht in der Küche. Es gibt auch eine Küche. Ich finde, Küche ist gut. Da kann sie ja auch direkt das Zeug verkochen. Nee, ich wollte die Karte. Das ist ein Stress. Oh, wird uns vielleicht angezeigt, wo sie ist? Hä? Nee, ich wollte hier auf den Finger. So klappt das nicht. Ach so, nee, das ist schon gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Die Küche ist gar nicht weit. Wir müssen nur die Treppe hoch. Das Ding, was abgeschlossen war. Im Internet steht, dass sie im Schrein ist. Okay, was soll man das denn wissen? Aber ja, okay, dann gehen wir in den Schrein. Ich glaube, da können wir auch hier lang, ne? Ich glaube, wir können durch das Haus des Abtes. Wenn ich mich nicht irre. So langsam kenne ich mich ja aus. Und dann hier lang. Jetzt bloß schnell keine Zeit verlieren. Nee, an unserem Gästehaus vorbei. Und hoch. Hoch! Heb die Beine. So. Aber woher sollte man das denn jetzt wissen? Aber danke fürs Cheaten, Angerit. Das erspart uns... wieso sind die alle hier? Krass. Ach so, weil er so lang zu war? Das erspart uns auf jeden Fall langes Gesuche. So, Frau Gertrude. Gott segne euch, Andreas. Habt ihr den gelben Enzian gefunden? Ja, den habe ich. Dem Herrn sei es gedankt. Nee, wir haben den gefunden. Wir. Wie günstig, die Pflanzen sind schon etwas trocken. Echt? Der ist frisch gepflückt eigentlich. Ja gut, den Enzian kann man mahlen und in eine Brühe geben, zusammen mit anderen Kräutern, die den Körper beruhigen. Jetzt sag nicht, ich muss noch andere Kräuter suchen. Es wird etwas Zeit brauchen. Kommt später wieder, Andreas. Wow.
Das war antiklimaktisch. Zeitvertreib. Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir ins Dorf. Das hängt vom Tag ab, wo die sind, meint Angerit. Nee, aber die war ja heute schon am selben Tag. Also von der Tageszeit vielleicht. Waren die ja schon im Garten. So, wollen wir, wie die so im Gang stehen bleiben? Ist ja Quatsch. Wollen wir zum Müller oder wollen wir zur Steinauerin? Also wir können auch mit der Steinauerin und dem Arzt reden. Zumindest der Arzt hat auch was gegen. Aber wir wollten auch noch Leute beim Beichten belauschen, ne? Oh, Andreas, was habt ihr wieder angestellt? Der hat auch nichts mitbekommen. Es ist furchtbar, einfach furchtbar. Ich hätte Klaus die Veröffentlichung der 12 Artikel nie erlauben dürfen. Er hat ihm das erlaubt. Das passiert, wenn gewöhnliche Leute durch unsinnige Lektüre aufgewiegelt werden. Dann haltet ihr die 12 Artikel also für Unsinn? Was wollt ihr denn tun? Ihnen das Lesen verbieten? Schwarze voreilig. Natürlich liegen in 12 Artikeln ehrbare Motive zugrunde. Sogar Martin Luthers Thesen sind nicht völlig von der Hand zu weisen. Aber ich halte nichts davon, wenn Bauern sowas lesen. Diese Schriften, diese Bücher pflanzen ihre verrückten Ideen ein. Schwester Amalie und ich haben gesehen, was passiert, wenn gute Menschen Teil einer tobenden Menge werden. Och man, ich bereue, mit ihm geredet zu haben. Zum Glück nicht, es war viel früher. Bevor wir nach Tassin kamen, war ich Priester in einer Stadt in der Nähe eines Benediktiner. Och, Jesus. Die Stadt war voller guter Menschen. Aber die guten Menschen wurden von einem gebildeten Nachbarn, dem Arzt der Stadt, in Panik versetzt. Er hatte das Malleus Maleficarium gelesen. Es hatte ihm Ideen in den Kopf gesetzt. Kam das schon mal vor? Der Hexenhammer, eine Abhandlung über Hexerei, die 1486 in Speyer veröffentlicht wurde. Theologen der Universität zu Köln verurteilten das Buch als unethisch und nicht im Einklang mit der katholischen Lehre. Trotzdem erfreute es sich großer Beliebtheit. Der Autor wusste noch weniger über Frauen als über Magie. What? Das Hexenjahr-Handbuch, der Autor wurde aus Innsbruck vertrieben, nicht wahr? Oh, ein bisschen klugscheißen. Ich finde das lustig. Eine Sache, die der Autor des Buches und der Arzt gemeinsam hatten, war die Verachtung und der Hass auf Frauen. Für den Arzt war das Kloster ein Hexenzirkel. In Schwester Amalie sah er eine Mystikerin, keine Mystikerin, sondern eine Frau, die von bösen Geistern besessen war und Blasphemie, bla. Aber bestimmt hat der örtliche Richter das nicht geglaubt. Nein, aber das spielte keine Rolle. Der Arzt schürte die Ängste seiner Nachbarn. Was ich auch tat und sagte, es machte keinen Unterschied. Sie hörte nicht auf die Vernunft, sie hörte nicht einmal auf die Schrift. Mitten in der Nacht versammelten sich sie am Kloster und steckten es in Brand. Schwester Malia hatte Glück, mit dem Leben davonzukommen. Die übrigen Nonnen hatten nicht so viel Glück. Ich bin mir also nur allzu bewusst, was passieren kann, wenn sich eine tobende Menge bildet. Ich hätte wissen müssen, dass es wieder passieren würde. Hier ist meine Schuld. Es ist sicher nicht eure Schuld, Vater. Ach nein, mein Teil der Verantwortung ist größer, als mir lieb ist. Man sollte meinen, die Bauern wären nach Ottos Tod so schockiert, um ihr hoffnungsloses Anliegen vorzuholen. Okay, vielleicht wollte er auch die Revolution vermeiden und hat deshalb Otto umgebracht. Alle haben ein Motiv, Mann. Ist genau wie im ersten Akt. Aber sie sind wütender denn je. Versucht alles, um die Bauern zu beruhigen. Ich suche weiter Ottos Mörder. Es hätte nie so weit kommen dürfen. Der Abt hätte wissen müssen, dass er mit dem Feuer spielt. Alles wird gut, Vater. Hab Vertrauen. Nun gut, aber ich fürchte, es entzieht sich meiner Kontrolle. Es bringt wohl nichts, sich wegen vergangener Geschehnisse zu grämen. Ich muss mich, soweit es die Umstände zulassen, um die Menschen in der Stadt kümmern und für Besserung beten. Das hilft bestimmt. Apropos, ich muss den Stadtbewohnern ja noch die Beichte abnehmen. In Tassing ist es Tradition, nach der Johannisnacht zur Beichte zu gehen, falls in der Nacht etwas passiert ist, das nicht bis Ostern warten kann. Ich nehme an, dass die früh morgens kommen werden. Entschuldigt mich, ich muss mich vorbereiten. Aber wir haben doch schon Abend, oder meint er am nächsten Tag? Natürlich, Vater. Oh, ich will zuhören bei der Beichte. Wie geil ist das denn, Beichten belauschen? Ist hier der Beichtstuhl irgendwo? Guck mal, die hat das Ding in der Hand, wodurch ich gelaufen bin in meinem Traum. Ein Gemälde der Jungfrau Maria. Was symbolisiert das Labyrinth? Das muss das Labyrinth sein, nachdem die Kirche benannt ist. Interessant.
Wo wird denn hier gebeichtet? Shit. Das dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Hot Tea. So, gehen wir als erstes zur Mühle. Ach, mit Martin will ich auch reden. Ach nee, der nervt. Wo ist denn die... Kommen wir gar nicht hin, ne? Ich würde gerne mit der... Hier, Dingens. Steinauerin reden. Aber die wohnt da, ne? Komme ich irgendwie nicht hin. Wenn wir einmal komplett hier rumlaufen. Ah ja. Oh, ich glaube, die mag uns nicht. Huch! Ottilia? Oh, wie ist eigentlich das Baby geworden? Die ist immer noch... Oh Gott. Aber vielleicht will sie ja vor der werdenden Mutter nicht so mit uns zanken, wenn wir Glück haben. Andreas, ich kann gerade nicht schwatzen, ich muss auf Rachel aufpassen. Ja, okay, sie war es halt nicht. Sie war ja die ganze Zeit da bei der Geburt, ziemlich sicher. Da ist einfach nichts passiert seit gestern. Oh Gott, die Arme. Okay. Hat sich das erledigt? Sie ist mir jetzt auch gerade egal. Wir können mit dem schnöseligen Arzt reden. Falls er Bock hat, mit uns zu reden. Und dann zur Mühle. Ich bin so ein bisschen lost gerade. Stolzhaus. Da ist er und schneidet wieder Petersilie oder so. Werner. Hallo, Andreas. Ja, bitte? Das war's? Ach, vielleicht war das wirklich nur, um rauszufinden, wofür diese Blume gut ist. Und weil wir das schon wissen, oder wo diese Blume herkommt, können wir nicht mehr mit denen reden. Ja, das bringt uns jetzt auch nichts. Oh, Scheiße. Ich dachte, er sagt auch nur Hallo, Andreas. Seid Grüße, Andreas. Ihr seid im perfekten Augenblick angekommen. Na schön, nicht ganz ideal angesichts von Ottos kürzlichem Tod. Eine große Tragödie. Es trug sich direkt vor eurem Haus zu. Habt ihr wirklich nichts mitbekommen, was meiner Untersuchung dienlich wäre? Leider nicht. Wie gesagt, Werner und ich führten eine angeregte Debatte, als wir draußen das Getöse hörten. Ich sah nur eine Gestalt fliehen, kann aber leider keine nützlichen Details beisteuern, wer es gewesen sein könnte. Ich hoffe, ihr findet eine Spur, denn ich habe große Zweifel an der Verwicklung des Abtes in diese grausame Angelegenheit. Ich nähere mich einstweilen dem finalen Entwurf meiner neuesten Erfindung. Ja, das interessiert uns wirklich gar nicht. Wir wollen Mord aufklären. Deshalb würden mich eure Gedanken dazu interessieren. Natürlich, ich habe ja gebeten. Angesichts der Umstände scheint es mir nicht gerade angemessen, aber gut, ich werde zuhören. Ja, okay, wenn wir uns das eh anhören müssen, dann können wir auch freundlich sein. Prächtig, ich habe etwas Einzigartiges entwickelt. Kommt, wir haben gerade ein Problem. Die Bauern leiden unter den harten Bedingungen. Stimmt ihr zu? Sie haben es gewiss nicht leicht. Nein, zumindest sagen sie das, aber ich... Ja, komm, das. Sie rackern sich ab und schaffen doch wenig mehr als die reine Subsistenz. Entschuldigung. Und werden dann noch kräftig besteuert. Die Bauern werden wütender, daraus speist sich auch der Aufruhr im Land eine gefährliche Zeit. Also habe ich ein Werkzeug entwickelt, um ihre Mühsal zu verringern. Hier, werft einen Blick auf den Plan. Das Handy. Nee, was kommt jetzt? Süß. Seht euch den Pflug an. Davor ist ein Automat gespannt. Ob Mensch oder Tier spielt keine Rolle, der den Pflug hinter sich herzieht. Wie dieser komische Unfall, ne? Können wir den uns eigentlich nochmal irgendwie genauer angucken? Also quasi den Tatort. Habt ihr derlei künstliche Menschen schon einmal gesehen? An der Uhr der Nürnberger Frauenkirche ziehen mittags... Oh Gott. Nein, das habe ich nicht. Ah, dann versteht ihr vielleicht nicht gleich, wovon ich spreche, aber stellt euch ein feines Uhrwerk vor, nur viel elaborierter. Getriebe in Getrieben, symmetrische Spulen, die eine Welle antreiben, die zum Getriebemechanismus führt. Sehr komplexe Kontrollmechanismen, die aber ermöglichen, einem vorbestimmten Pfad zu folgen. Also ein Roomba im Prinzip.
Es arbeitet, damit der Bauer nicht muss. Wäre es ohne die Gestalt vorn nicht leichter, wenn man nur den Pflug selbst bewegt? Guter Punkt. Mir scheint, Tassin wäre... würde die Kraft ausreichen, um harte Erde zu durchflügen? Was haben wir denn vor? Die freigesetzte Kraft muss wohl noch angepasst werden, da habt ihr recht. Das Universum enthüllt sich durch die Freiheiten des Uhrwerks. Danke für diesen Abschlusssatz. Ah, es war noch nicht der Abschlusssatz, schade. Ich muss noch ein paar Ungereimtheiten ausarbeiten, aber ich kann fühlen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Sagt Andreas, was meint ihr? Sprecht die Wahrheit. Ohne Wahrheit kein Fortschritt. Es fällt mir schwer zu begreifen, wie der Aufwand für Bau und Erhaltung dieses Geräts geringer sein könnte, als einfach Mensch und Tier pflügen zu lassen. Es ist toll. Offen und ehrlich zu laufen, Kudung. Nein. Ich find's schon okay. Die Person vorher könnte halt weglassen. Komm, wir machen hier den Kram. Was ich will, ist Naratei, oder? Das hätte auch mein Vater gesagt. Oh nein, ich fürchte, ich bin eine Enttäuschung. Mein Gott, nicht so kritikfähig. Oh, seid ihr deshalb in Tassin geblieben, statt heimzukehren? Euer Vater ist auch Erfinder? Auch ja, ich konnte meinem Vater nicht unter die Augen treten nach meinen Reisen. Warum seid ihr überhaupt erst gegangen? Ich muss mich beweisen, meinem Vater, oh Gott. Emanzipier dich mal. Und vielleicht... Ach, mein Vater hatte versucht, mir eine Ehe zu arrangieren. Ich fühlte mich nicht bereit. So schlimm ist es nicht, wenn man sich daran gewöhnt hat. Ach, ihr hattet recht, dem zu entfliehen. Es ist ein Fluch, entsandt über die Menschen durch übelste Macht. Nun, ich muss auf jeden Fall noch viel lernen. Meine Erfindungen waren nicht so erfolgreich, wie ich es gern gehabt hätte. Ja, so dumm war das jetzt auch nicht. Vielleicht mangelt es euch an der richtigen Geisteshaltung. Och Mann, ich möchte jetzt den Mord aufklären. Es tut mir so leid, dass ich da reingegangen bin, Leute. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir Erfindungen vorstellen, aber die Entwürfe werden nicht manifest. Denkt an Größeres, Balthas. Strebt nach Höherem. Wow. Life Coaching incoming. Ihr braucht mehr Ehrgeiz, ein ambitioniertes Ziel. Betrachtet die Ästhetik. Sucht nach der Substanz, die sich aus der Harmonie der Farben erhebt. Habt ihr euch an militärischen Apparaturen versucht, wie Leonardo es tat? Er erfand etliche Waffen. Ach, keine Ahnung. Ich fürchte, Ehrgeiz hat mich eher scheitern lassen. Ich will so viel mehr, als ich erreichen kann. Aber ich danke euch, Andreas. Ich habe euch zum Gedankenaustausch eingeladen und es war überaus ergiebig. Geht so, ne? Dieses Gespräch hat mir viel gegeben, über das ich nachdenken muss. Ach ja, da habe ich es fast vergessen. Unser gemeinsamer Freund Werner hat mich zum Mittagessen eingeladen. Das ist nicht unser gemeinsamer Freund. Warum kommt ihr und euer Assistent nicht gleich mit? Sicher wird es ihm nichts ausmachen. Weshalb nicht? Gerne begleiten wir euch. Wir möchten uns nicht hineindrängen, ein andermal vielleicht. Ich verstehe nicht, ich dachte, wir haben jetzt erst Mittag? Okay. Sollen wir Mittagessen mit dem Arzt? Ich mag den nicht. Aber ich weiß auch gerade nicht, was wir als nächstes tun sollten. Wir könnten auch natürlich den Stream jetzt hier langsam mal beenden und den Mord nächste Woche weiter aufklären. Nee, Gerrit will nicht. Aber wir haben ja noch gar nicht mit dem Arzt geredet. Ich finde, der Müller könnte wichtiger sein. Oder? Oder Martin halt. Wahrscheinlich kriegt man wieder nicht raus, wie es war. Genau wie im ersten Akt. Was findet Angerit auch? Ich finde auch, hast du geschrieben. Ich muss ins Bett. Ja, ich glaube, wir schaffen das jetzt nicht mehr so schnell, das hier aufzuklären. Deshalb würde ich auch leider vorschlagen, dass wir dann nochmal weitermachen. Ich finde es gerade sehr spannend. Aber da ist bestimmt noch eine Folge drin. Ich habe außerdem ein bisschen Halsweh. Ich hoffe, das kommt nur vom Reden. Und ich habe mir nicht wieder irgendeine Erkältung eingefangen. Also, ihr lieben Leute, hier neben diesem schönen Fachwerkhaus würde ich mich dann jetzt von euch verabschieden. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen, außer dass ich mich freue, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Danke an alle, die mitgechattet haben. Danke auch an alle, die zugeschaut haben und nicht mitgechattet haben.
Sehr gerne, bitte für den Stream, Butterbrezel. Und danke fürs Dabeisein an euch alle. Ich würde sagen, nächstes Mal machen wir den Mörder-Ding fest. Immerhin war Otto unser Freund, ne? Ich glaube, der war ein richtig guter Kumpel von uns früher. Klingt gute Freunde aufs nächste Mal. Danke, Buffelbeiß. Ich freue mich auch. Dann macht's gut, habt eine schöne Woche, erkältet euch nicht, zieht euch warm genug an und wir sehen uns nächsten Dienstag wahrscheinlich. Ich schreibe ansonsten nochmal. Aber wahrscheinlich schon wieder Dienstag. Macht's gut, ihr Lieben. Danke fürs Mitmachen. Und das ist der falsche Knopf, der ist richtig. Tschüss.